Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Hallihallo ihr da draußen. Epic. Hooray! Würfel auf der Kante, Mann. In die Suche. Knopf drücken. Insel drin. Er hat den Epic gedroppt. Yippie, ha! Fröhlicher Tag. Faszinierend, oder? Mein geilster Bauch. Blasphemie. Doch nicht. Oh Gott, da ist noch alles vor. Alex, ich finde dich nicht. Egal. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu der 19. Ausgabe des GuildNews.de Podcast. Wenn nicht Alex noch da ist, er. Moin, Alex. Hallo. Ich bin Chronic. Das ist Alex. Ich zeige immer in die richtige Richtung. So langsam habe ich's. Ja, schön, dass du das wenigstens drauf hast. Und willkommen, ihr Lieben da draußen, zum 19. Podcast. Meine Güte, wir haben bald unser erstes kleineres, größeres Jubiläum mit der 25, ne? Da müssen wir irgendwas für einfallen lassen. Ja. Dafür, dass Domi live im Stream... Wenn es nach dir gehen würde, dann hätten wir ein Jubiläum beim 5., beim 7,5. Ich wollte gerade sagen, ich wollte die 7,5 jetzt gerade selber einwerfen, falls du 10 sagst, aber gut. Ich möchte nicht, dass Domi stripped advance, aber ich hätte gerne, dass Domi irgendwie einen Handstand oder einen Kopfstand oder sowas macht. Das hätte auch Stil, glaube ich. Aber gut. Was? Ist wurscht, Domi. Warte mal, hast du nicht ein Video davon, wie ich einen Handstand-Überschlag mache? Ich habe so viele Videos von dir, wo du da einen Handstand machst. Ich weiß es nicht, aber wir finden sicherlich was. RPC, naja. Das ist, stimmt, wir haben vorher, bevor wir zum 25. kommen, haben wir ja noch Gamescom. Da können wir irgendeinen Unsinn machen. Ja, stimmt. Live vor Ort. Oh Gott, Gamescom wird ja sowieso das pure Chaos und die pure Hölle. Oh, das ja. Ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Oh ja. Das sind nur noch 3 Wochen. Nicht mal mehr für uns. Damit habe ich noch nicht gerechnet. Aber diesmal kaufe ich mir auch kein Ticket vor, weil das lohnt sich nicht. Nee, richtig. Wir sind vor allem, wenn man beide spontan. Züge verpasst. Wir sind eher spontan, so musst du das sehen, Domi. Okay, nichtsdestotrotz, heute steht Podcast an. Hinten piept gerade die Waschmaschine, ich hoffe, das hört man nicht. Ich bin jetzt gerade voll aufzustellen, die auszuräumen. Ich habe gerade auch Fenster auf und draußen sind Leute. Doch warm wieder. Und ich hab heute keinen Zettel, auf dem meine Sachen stehen. Ich war so vertieft in der Stunde, die ich theoretisch noch zum Podcast vorbereiten nehmen sollte, habe ich... Drogen gemischt. Die Stunde habe ich, oder eine Dreiviertelstunde davon habe ich damit verbracht, ein 2 Minuten 20 Video zu schneiden, was letztendlich scheiße geworden ist. Oh Mann, ja. Das ist Domi, wie er lebt und lebt. Ich habe Zeit ohne Ende, aber ich nutze ihn nicht. Ja, du nutzt sie nachts... um ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Dazu können wir übrigens gleich auch noch sprechen, so spontan. Ich habe dazu jetzt gar nichts vorbereitet, aber... Ja, wir haben... so ja, aber wieder, wir sind super vorbereitet, wie immer. Ja. Okay, wir fangen mal... Ich gebe mal einen kurzen Themenüberblick. Wir haben auch keine Themengrafik diesmal. Das bedeutet, heute läuft alles ein bisschen on the fly und so. Ich weiß nicht. Also, back to the basics. Wollen wir Video ausmachen und wieder einen normalen Sound-Podcast machen wie früher? Oh ja, Mann. Also dann nehmen wir das aber jetzt auch auf, schließen die Leute von draußen wieder aus und... Genau. Veröffentlichen. Tschüss. Nein, machen wir nicht. Bleib bitte dran. Lass mich jetzt mal Themenübersicht machen. Ja, ja, gut. Fürchterlich. Wir fangen an mit einem bisschen internen Kram, unter anderem das neue Projekt von Domi und unser Guide des Monats. Da reden wir nochmal ein bisschen genauer drüber. Dann sprechen wir über den vergangenen Patch, da ja letzte Woche der Podcast ausgefallen ist. Das heißt, ein bisschen über mörderische Politik. Wie sind so die Erfolge? Was geht da so ab? Was kam überhaupt Veränderungen mit mörderischer Politik? Da gab es ja auch ein paar leichte, kleinere Anpassungen so im Allgemeinen. Danach geht es dann vor allem wieder ein bisschen um Wahlkampf. Ja, wir sind ja große Wahlkampffans. Unter anderem die Themen, was zählt für die Wahl, was kam als erstes Umfrageergebnis raus und natürlich unser Gewinnspiel, bei dem ihr einen Kandidaten unterstützen solltet. Danach blicken wir direkt auf den kommenden Patch, das heißt Kronjubiläum der Königin, was uns dort wohl alles erwartet. Das ist eine ganze Menge. Dann kommt nochmal so ein kleines Roundup, auch so passend zum Patch, zum PvE, wo es dann um Geldbeutel und Portale geht, zum PvP, wo es dann um zufällige Maps und den Dishonored-Buff im PvP geht. Wir sprechen ein bisschen über die Phönix-Rüstung, wir sprechen ein bisschen über Flammenzitter der Speedruns und wir haben Domis PvP-Roundup mit am Start. Das heißt, im Prinzip ist wieder alles dabei, was wir so aufbieten können. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese Idee des PvP-Roundups ist es nicht mehr so wirklich. An sich haben wir inzwischen einfach hinten eine PvP-Sektion dran. Ja und? Ist doch ein PvP-Roundup. Ja,
Aber auch nicht mehr so unbedingt meins. Du hast dich da jetzt auch, du hast dich in meinen PvP-Kram mit reingedrängt. Ich weiß aber immer noch nichts von PvE. Das Problem ist, ich Obwohl, würde da mich da nicht kümmere ich mich reindrängen, gerade drum. wenn es nicht nötig wäre, Domi. Im Ernst? Es liegt ja im Prinzip an dir. Du machst ja das PvP-Roundup. Ich hingegen stelle in letzter Zeit immer die Themen, weil du nicht vorbereitet bist. So sieht es nämlich aus. Okay, Wann hast du beim nichtsdestotrotz. PvP-Roundup die Themen gestellt? Ist Warte, in warte, Ordnung, warte. du machst das gleich. Ich äußere mich zum PvP nicht. Ich äußere mich aber jetzt Das. zu dem internen Nee, das ist Sachen. das Problem. Ich muss bei deinem PvE-Kram immer irgendeinen Scheiß wieder dazu labern, damit du nicht die ganze Zeit alleine redest. Und beim PvP-Roundup, wenn ich dann dabei war, dann bist du im GW2-Farm oder sowas. Das sind auch nur 20 Minuten, nicht so wie ich, der hier 2 Stunden alleine reden muss. Aber Ja, gut, komm, okay. interner Kram. Streiten wir uns Interner Kram. off-air. Okay, alles Fangen klar. wir an. Möchtest du direkt anfangen mit deinem neuen Projekt mit Raffi? Das ist, glaube ich, Ja, das Interessanteste zum Start. können wir machen. Und zwar Raffi, unser Wärter. Ich weiß immer noch nicht 100%, was macht er eigentlich? Er ist irgendwie. Er ist eigentlich nichts. Er ist eigentlich nichts, aber trotzdem Angestellter. Und da Nee, er ist und. eigentlich nicht angestellt, das ist das Problem. Egal. Und unser designierter China-Farmer, nennen wir ihn so. Designierter China-Farmer. Er will sich jetzt auch so ein bisschen ins Rampenlicht schmuggeln und hatte mir vorgeschlagen, dass wir beide zusammen eine Serie anfangen, die so in Kombination mit meiner Vorbereitung für Schlag den Chronic läuft. Und wir nennen es Journey to 100%. Da, das ist uns gestern, nee, heute war das ja dann theoretisch spontan eingefallen. Und zwar, wie man aus dem Titel vielleicht schon sich denken kann, sind Raffi und ich unterwegs und wollen 100% Map Completion machen. Dann einmal, dass wir das endlich mal geschafft haben und dann auch noch dafür, dass ich dann endlich ein paar Sachen weiß für Schlag den Chronic, zum Beispiel, wo du dich versteckst. Ich weiß zum Beispiel, oh, ich habe den Namen vergessen, aber wenn du sagst, du bist in der Nähe eines riesen Garth in den Kessex Hills, dann weiß ich, wo du bist. Okay, dann gehe ich nicht mehr in die Kessex-Hügel. Ach, verdammt. Das ist jetzt gelaufen, Aber Domi. wir werden alles machen und ich halte auch immer Ausschau nach irgendwelchen spezifischen Sachen. Wo sind die Zentauren? Wo greifen die an? Wo sind Würmer? Wo sind viele Chainquests und so? Und alles so im Rahmen der Vorbereitung für Schlag den Chronic. Und daraus machen wir halt so ein lustiges Programm. Wir hatten das irgendwie hingekriegt, gestern um 16:30 17 Viewer noch zu haben. Okay. Das war schon nicht schlecht. Käse war dabei. Ich weiß gar nicht. Binoro war da noch irgendwie. Ein paar Leute haben sich da irgendwie eingefunden. Und ja, während wir das machen, labern wir ein bisschen. Labern ein bisschen über das Game, was da passiert. Labern über Gott und die Welt und was auch immer. Und ja, das machen wir dann halt auf diesem Stream hier. Wann auch immer uns die Nase danach liegt. Aber es wurde schon gefragt, ich habe Post bekommen, dass wir das vielleicht mal doch irgendwie zumindest eine Stunde vorher ankündigen sollten oder vielleicht noch ein bisschen besser ankündigen und auch möglicherweise das nicht von 12:30 bis 3:30 machen. Ja, ich hatte auch ein lustiges Erlebnis mit diesem Livestream und da hatte ich den Livestream noch offen und habe eigentlich schon gepennt. Und da ich noch ein Video am Rendern war, dazu sage ich übrigens gleich auch noch was, allgemein zu Videos und Livestreams. Während ich ja dieses Video am Rendern war, habe ich ja den Rechner angelassen und auf einmal fing an, irgendwas in meinem Kopf zu sprechen. So im Halbschlaf lag ich da und hörte Dommys Stimme. Zuerst war ich verwirrt und habe mir gedacht, ob ich jetzt endgültig durchdrehe. Dann jedoch ist mir klar geworden, dass einfach nur der Livestream lief. Und dann habe ich mal kurz reingeschaut, Hallo gesagt und Oh, dann hat den ich habe Livestream wieder den zugemacht. Teamspeak vor deinem Gesicht. Warte. So. Okay, ja. Ich bin auch heute nicht geschminkt irgendwie, damit ich Ach schön für die so, Kamera wirke und so. normalerweise Deswegen hast du da immer habe ich jemanden, irgendwie der so ein dich bisschen pudert. Rouge und so. Ja, genau, das ist. Warum habe ich das getan? Gut, nee. Du singst auch wie eine Nichtsdestotrotz. Elfe. Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich hinaus ursprünglich. Das ist ein Problem mit dir. Ich Okay, hab keine auf jeden Fall Journey to 100%. Percent. Genau, Prozent. 100% der Welterkundung möchte Dombi gerne machen. Und Raffi. Und Raffi natürlich in Kombination. Ich kann euch nur empfehlen, da in diese Sache auch definitiv reinzuschauen. Das ist eine wirklich lustige Sache. Zudem hören sie, glaube ich, Musik. Ich weiß, macht die Musik Wünsch dir was in der Kombo? Wir hatten gestern jetzt noch, weil wir uns noch nicht sicher waren, ob wir das dann vielleicht auch noch auf YouTube stellen, sind aber irgendwie, nachdem wir das haben, dass das Format passt irgendwie nicht für YouTube, finde ich. Ja, Das muss sehe nicht. ich auch so. Und da hatten wir dann erstmal, ach, Sputti ist zu leise. Ja, du bist irgendwie, weil ich stelle dich mal ein bisschen lauter. Oh, mach mich laut. Und deshalb haben wir das gestern bei Gaming-Soundtracks belassen, weil Okay. dein Network da ja die Rechte für hat.
Das ist richtig. Und ja, aber beim nächsten Mal könnten wir, glaube ich, glatt Musik wünsch dir was machen. Ich glaube, warte, war das Yoda oder Vanitas? Ich meine Yoda. Ja, ich meine Yoda war da nachher noch kurz drin und hat auch gemeckert, dass wir kein Musik wünsch dir was haben. Alles klar, ja, wir können ja den ersten Teil auf YouTube sozusagen zum Teasern oder zumindest einen Ausschnitt davon zum Teasern und danach wird das nur noch Ja. als Livestream weitergeführt. Das finde ich eine sehr gute Sache. Vielleicht können wir so Highlight-Reels machen, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, 4 Stunden Uns fehlt so eine mich. Community irgendwie, die so zwischendurch so Highlight-Dinger macht. Wir bräuchten auch so einen Jingle irgendwie, den wir zwischendurch einspielen können, wo irgendwelche Highlights von uns drin sind. Also wenn wir da draußen irgendwen haben, der Bock darauf hat, wir würden euch die Füße küssen, euch, ja, machen wir sonst auch irgendwas? Könnt euch erwähnen, netterweise, namentlich. Wieder im YouTube-Kanal, wer weiß. Gut, also auf jeden Fall ein lustiges Format, solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Immer dann, das ist so ein Spontan-Ding, wie auch unsere Shoutcasts manchmal sehr, sehr spontan sind. Jo. Ihr müsst euch ja halt darauf einstellen, deswegen heißt es auch immer schön Stream followen, dann verpasst ihr davon definitiv nichts. Genau. Apropos Stream, Ist ja? Spotty jetzt inzwischen gut? Ich habe ihn ein bisschen lauter gestellt. Ich hatte gemerkt, normalerweise habe ich dich immer im Teamspeak auf irgendwie plus 3 Dezibel. Okay. Aber da du ja an einem neuen Rechner bist, war das, glaube ich, irgendwie nicht mehr Immer noch derselbe leise. Client oder so. Genau, ich bin nicht mehr derselbe Client. Und dann Das war hatten das wir. runtergestellt. Jetzt Ich weiß müsste immer. es hoffentlich gehen. Ich weiß nur einmal Feedback. Immer noch zu leise, sagte doch gerade Storm. Nee, das war aber schon da, bevor ich verstellt hatte. Okay. Wenn du das sagst, na gut. Nichtsdestotrotz Livestreams. Da wollte ich nicht mal ein bisschen genauer drauf. Ich kann das so ein bisschen näher am Mikrofon an mich rannehmen, das ist vielleicht ein Ticken lauter. Da wollte ich jetzt das nächste drauf eingehen. Livestreams im Allgemeinen. Leute fragen mich immer wieder nach unseren Klassenruns, nach Sputtis bunten Nachmittag und so weiter. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, mein Rechner ist Bratze. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, ich will jetzt nicht zu sehr das Problem erörtern. Meine Festplatte ist hinüber und in Kombination mit meinem CD-Laufwerk, das nicht erkannt wird, ist es gerade schwer, auf die neue Festplatte Windows zu bekommen. Ich weiß, USB-Stick und so weiter, da gibt es noch ein paar Tricks, aber irgendwie wird das alles nicht so recht. Nichtsdestotrotz, ich sitze an einem Rechner, den ich netterweise von Venien zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das kann man ja jetzt mal so sagen, ja. Das heißt, alte Connections rosten nicht, ja. Dass ich jetzt quasi hier für euch da sein kann. Trotzdem jedoch haben wir, oder habe ich da das Problem, dass ich mit diesem Rechner definitiv nicht livestreamen kann. Das heißt, Klassenruns und Sputtis Butter Nachmittag sind fürs Erste ja, gestrichen. Dadurch, dass ich auch übernächste Woche im Urlaub bin, macht es auch keinen Sinn, vor der Gamescom wieder damit anzufangen. Gamescom-Woche selber wird viel zu stressig für irgendwelche Livestreams. Das heißt, wir peilen die Woche nach der Gamescom an für die Standard-Livestreams, die ich wieder übernehme. Das heißt, PvE-Livestreams, Klassenruns, Sputtis Butter Nachmittags, so das Ganze drum und dran, wird wohl erstmal bis dahin brach liegen. Kann man nichts machen, ist blöd gelaufen, ne? Aber wir werden das Beste daraus machen. Ihr kriegt ja trotzdem Bespaßung, ja. Dienstags Gildenkopfgeld, solange Domi da ist. Zwischendurch mit Domi ein bisschen Shoutcast. Der Podcast kommt weiterhin. Alles läuft ja zumindest einigermaßen. Ich kann auch dann und wann bestimmt mir, ja, wir sind ja dann und wann mal am Duo-Queuen auch noch dabei. Da besprechen wir manchmal jetzt inzwischen auch schon irgendwelche Themen. Teilweise sind wir auch gezwungen zum Duo-Queuen, weil einfach keine Matches aufploppen. Auf jeden Fall, wir machen ja was. Also, das hier ist, liegt definitiv nicht zu brach. Da Genau. kümmern wir uns schon drum. Jetzt haben wir wieder einen Punkt auf unserer Liste, an dem ihr ins Spiel kommt. Ja, wo wir immer so bei kümmern sind. Ja, wir haben ja zum einen immer die Aufgaben, die wir haben, aber wir verteilen ja möglichst auch gerne was an euch. Und gerade in dieser Sektion ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und zwar der Guide des Monats. Das heißt, wir wollten ja schon immer so ein bisschen Klassenguides von euch haben. Hey, PvE, PvP, welche Klasse auch immer, haut raus den Mist. Und der erste Monat quasi dieses Guide des Monats-Contests ist rum. Das war jetzt der Juli. Ich habe jetzt die zwei Guides, die vor dem Juli gekommen sind, nochmal mit in diese Rubrik mit reingenommen. Und ihr könnt jetzt abstimmen, welcher dieser Guides eurer Meinung nach der beste ist. Und gleichzeitig bekommen dann diese Guides dementsprechend ein bisschen Gold. Und wir bekommen halt gleichzeitig die Guides von euch. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr die Chance, Guides einzusenden und damit euch ein bisschen Gold zu verdienen. Auf der anderen Seite helft ihr natürlich allgemein der Seite und der Community, wenn es so ums Guide-Suchen geht. Das heißt, so eine Win-Win-Situation. Und gleichzeitig machen wir ein schönes kleines Gewinnspiel draus, sodass jeder auch das Gefühl hat, so ein bisschen mitentscheiden zu können. Ist natürlich nicht der Fall. denn ich habe das Ganze so ein bisschen aufgeteilt, und zwar 50% von der Bewertung kommen von der Community und 50% von uns. Das liegt halt einfach daran, damit nicht jemand kommt und sagt, hey, Fanbase, sag mir mal schnell bitte 10 Gold ein. Das funktioniert ja durchaus, siehe Schlag den Chronic, dass eine Fanbase auch manchmal über ein bisschen Qualität siegt. Ist ja auch gar nicht so dramatisch, wie ich finde. Nur halt bei solchen Dingen wie den Guides kommt es halt auch darauf an,
dass hier nicht irgendein Guide, der mal eben so hingeklatscht wurde, schlussendlich, immer gut, so ganz hingeklatschte Guides nehmen wir sowieso nicht auf, Ja. aber hier soll sich halt schon ein bisschen Qualität durchsetzen und darum behalten wir uns da 50% vor, die wir selber entscheiden und 50%, die halt von euch kommen. So dieses typische Casting-Show-Voting-Gedöns von euch und ein bisschen Kompetenz von uns. Nein, Der ich möchte euch keine Nicht-Kompetenz aufweisen, aber da, trotzdem. darf man, sind dazu irgendwo Namen angegeben, wer das gemacht hat? Ja, Darf man? unter den Guides Ach stehen so, immer die Namen. der Bomben-Support, ist das Raffis? Das ist Raffis, ja. Da hab ich auch schon gerade, es ist mir auch erst im Nachhinein eingefallen, dass Raffi irgendwie. Raffi ist so Halbstaff, ich weiß nicht. Ich muss doch gucken, ob ich den Ja. eventuell davon ausschließe. Müssen wir, also Das. Ja, das hatte ich vorhin schon. ja, das ist eine Sache, aber ich kann vielleicht einfach zu seinem Bild sagen, ich habe das gestern miterlebt. Dauer-Regeneration ist eine lustige Sache. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und ihr habt halt jetzt gerade die Chance, es läuft immer so ab, dass die erste Woche des neuen Monats quasi die Voting-Phase ist, wo ihr den besten Guide bestimmen könnt. Zurzeit stehen 5 zur Auswahl für die ersten 3 Plätze. Das heißt, die Chance, da was abzuräumen, war bisher relativ hoch. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt für den Monat August auch wieder zahlreich Guides einsendet. Gut, 5 waren jetzt nicht unbedingt zahlreich, aber jeder Guide hilft halt schlussendlich, um eine kleine Datenbank aufzubauen. Wir werden auch gucken, dass wir das demnächst ein bisschen schöner aufziehen. Diese Guides, aber da hängen noch ein paar andere Faktoren von ab, die ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten mitbekommen werdet. Oh ja, da kommt noch was auf euch zu, ihr dürft gespannt sein. Gut, also auf jeden Fall Guide des Monats, ihr könnt abstimmen, ihr könnt Guides einsenden, ihr könnt Gold gewinnen. Es ist immer lustig, wenn man Sachen Das war so weiß, die die man nicht Zusammenfassung. erzählen darf, ne? Ich Oder weiß zu viel, was ich nicht erzählen darf, ja, wenn man jetzt mal so die gesamte das stimmt auch. Welt nimmt. Bei so ein paar Sachen ist es lustig und bei ein paar Sachen ist es einfach mega nervig. Ich habe jetzt, ja, stimmt. Tut mir leid, Vance, dass ich da in die Wunde getreten habe, aber es musste einfach sein. War jetzt auf Schlag die Chronik bezogen. Okay. Ja, wir fangen an mit den echten Themen, ja, nachdem wir mit dem internen Kram durch sind. Und kümmern uns zuallererst mal um den letzte Woche Dienstag, das ist schon 9 Tage her, erschienenen Patch. Wir wollen uns da gar nicht zu groß mit aufhalten, aber halt so ein paar kleine Dinge, gerade was so die Erfolge und dieses Ganze drumherum angeht. Um da mal ein paar Dinge klarzustellen. Das Wichtigste vorab, der Patch bleibt insgesamt 2 Wochen. Das bedeutet, nächste Woche Dienstag ist Schluss mit dem Patch. Das heißt, wenn ihr die Erfolge jetzt noch nicht habt, haltet euch ran. Es sind nur noch 5 Tage. Und ich kann euch auch jetzt mal, also viele Leute haben mich immer gefragt, hey, Sputti, wie lange geht denn der Patch? Wie lange geht der Patch? Es gibt da eine ganz einfache und simple Erklärung. Und zwar gibt es in jedem Monat einen Haupt- oder in allen 4 Wochen einen Haupt- und einen Nebenpatch. Der Hauptpatch, nehmen wir zum Beispiel, war zum Beispiel Drachengepolter und bleibt dann einen Monat. Und da kommt so ein kleiner Nebenpatch, der diesen Hauptpatch ergänzt. Um Story und um ein paar Inhalte. Hier war es zum Beispiel die Himmelspiraten und dieses Dungeon. Und das ergänzt halt diesen Hauptpatch, der einen Monat lang ist. Und da kommt halt dieser Ergänzungspatch, der ist nur 2 Wochen lang. Sodass dieses Gesamtkonstrukt Drachengepolter mit Himmelspiraten insgesamt einen Monat lang war, aber halt dieser Nebenpatch nur 2 Wochen. Das lässt sich auch wunderbar auf Südlicht übertragen. Es gab dieses Südlicht-Hauptpatch. Er blieb 4 Wochen, einen Monat. Wo dabei war halt diese Veränderung groß im Spiel, wie sich Südlicht verändert hat, die Events, dieser Magic Find Buff und so weiter. Und halt dieser etwas kleinere Patch, der zwischendurch kam, der Nebenpatch, in dem dann das Kanach Dungeon kam, der Kanach Solo, der Kanach Hard Mode und dann auch so zwischendrin noch die Kaka Königin. Dieses Kanach Dungeon blieb halt nur oder bleibt halt nur 2 Wochen, weil es halt der Nebenpatch ist. Und genauso läuft es auch jetzt. Basalt der 4 Winde, Hauptpatch 4 Wochen und Himmits Piraten Nebenpatch 2 Wochen. Und nach diesem Schema wird es, so wie es aussieht, auch weiterlaufen bisher. Und ja, das heißt, Gut, wenn man wenn sich ihr darauf die Erfolge verlassen noch nicht kann. habt, schlussendlich, ihr habt noch bis nächsten Dienstag Zeit dafür. Immer diese Erfolgsjäger. Ja, es ist auch gar nicht so verkehrt, wie ich finde. Da ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter dieser. Ich sag mal, lebendigen Geschichte. Es soll ja zum Einschalten motivieren und dazu gehören halt Erfolgspunkte. Die sind halt gerade mit den neuen Truhen ein wichtiger Bestandteil des Ja, Endgame-Contents, wenn okay. man so möchte. Ich weiß ja, Okay. ich mache mal das, wonach mir die Nase steht oder wozu du mich zwingst. Letzteres ist, glaube ich, der viel, viel wichtigere Punkt, wozu ich dich zwinge. Du machst ja ein PvE von selbst nichts. Das ist dein Problem. Naja, Okay. jetzt ja schon. Patch. Mit mörderischer Politik kam quasi wieder so eine kleine Ergänzung. Wir haben die Labyrinthklippen behalten. Das heißt, diese Standard-Events wie das Himmelskristalle sammeln und auch die ganzen Körbe, die noch rumfliegen, sowie die Drachen, die man sammeln musste, das ist alles immer noch da.
Das könnt ihr auch weiterhin machen. Ergänzt wurde das Ganze durch die Wahl zwischen Evan und Alan und natürlich durch die Erfolge, die damit einhergehen. Wobei die Erfolge sich auf zwei Punkte festlegen lassen. Und zwar einmal PvE-Kram, den es schon gibt, unter dem Banner einer Person machen und Minispiele. Minispiele in diesem Fall Aspekt-Arena und Südlicht-Überlebenskampf oder Südlicht-Survival. Und ich würde sagen, über diese beiden Sachen sprechen wir mal als erstes, danach über die generellen Inhalte und dann vielleicht nochmal kurz über die Änderungen. Also diese generellen Dinge, die ihr machen müsst unter dem Banner von Evan und Alan, die sind sogar exakt immer dieselben. Das heißt, es gibt zwei Meta-Erfolge, einmal für Evan, einmal für Alan. Für beide gibt es die entsprechende Person als Miniatur. Und für den Kiel-Unterstützer und auch für diesen Schlitzklinge-Unterstützer müsst ihr halt jeweils 6 der 10 Erfolge in diesem Bereich machen. Und bei die Erfolge, die sich immer exakt gleichen, das ist einmal dieser Ich-Liebe-Erfolg, das heißt, ihr müsst eine Unterstützungsmarke einwerfen, dann müsst ihr 3 Dailies unter deren Banner machen, ein Verlies unter deren Banner machen, Events in der Heimatwelt, also in diesem Fall Kryta bzw. Ascalon, abschließen, während ihr diesen Buff tragt und halt ein RIP, das Fraktal, genau, das Bonusfraktal, müsst ihr auch noch unter dieser Marke machen. Dann gibt es noch die direkte und die erweiterte Unterstützung. Das sind diese Kandidatenprüfungen. Ebenfalls ein neues Minispiel, wenn man es will, so eine Herausforderung. Die ist recht interessant. Hier gibt es 3 Schwierigkeiten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, sehr, sehr simpel. 3 geht so, 4 extrem schwer. Man Ich sagt, bin mir ja. nicht, also man muss erst durch die ersten durchkommen, um dann die weiteren zu bekommen, ne? Ich Das ist absolut richtig. habe das Gefühl, also ich habe mich da mal reingewagt. Alleine kam mir das extrem schwierig vor, das erste überhaupt zu schaffen. Okay, weil mit je weniger Leuten man da reingeht, desto einfacher ist das. Also um halt die Schwierigkeiten am besten zu machen, geht man alleine rein. Echt, ich habe Das es ist einfach Fakt, ja. überhaupt nicht hinbekommen. Das ist alleine geht das so von der Schwierigkeit. Also ich habe es im dritten oder vierten Anlauf alleine geschafft auf Schwierigkeit 4 für Alan. Ich werde es eigentlich nicht mehr Schwierigkeit für Evan 4. machen. Ja, What the also fuck? das ist halt Ich werde eigentlich, also irgendwann einfach von den Leuten überrannt. Die erste ja, du fette Welle, machst die kriege ich dann klassischen Fehler. mit dem Flammenwerfer weg. Und die zweite kann ich noch so ein bisschen stoppen, indem ich dann die Minen hinpacke. Aber trotzdem ballern die mich einfach kaputt. Und ich hatte auch einmal das, da war ich, glaube ich, gerade, ja, da war ich im Allen-Ding. Da ist der komische Char, hat gebuggt und hat einfach nichts gemacht. Also du machst halt einen klassischen Anfängerfehler, den man nur in Stufe 1 und 2 machen sollte, sich nämlich mit allen Mobs anlegen. Ab Stufe 3 und 4 gilt, halte dich von den Mobs fern und pflücke wirklich nur diese Plünderer raus und geh danach wieder raus aus dem Kampf. Gerade als Dieb hast du es sehr, sehr simpel, dadurch, dass du überall Stealth gehen kannst. Wie Gehst dann wirklich nur gehen die rein. einfach weg nach einer Zeit? Nö, das werden immer mehr. Dann Aber pulle ich du. die doch wieder. Ja, aber du gehst halt nur auf diesen Plünderer. Die Plünderer spawnen ein bisschen außerhalb. Ja. Kannst sie normalerweise umbürsten, bevor sie bei dem großen Mob angekommen sind von Gegnern. Das ist der Trick Okay. eigentlich dabei. Du stellst Das, dich hinter dem da wäre ich Punkt, nie drauf gekommen. wo die Plünderer spawnen, CCs die Plünderer möglichst oder burstest sie weg. Mit meinem neuen Langbogenbild, zu dem werde ich übrigens demnächst einen Guide machen, mache ich halt 4K-Autotext, sie sind mit 3 Schüssen tot. Und Ja, darum du bist geht's auch ein halt. Cheater. Du tötest die und dann gehst du Stealth und gehst raus im Kampf wieder. Wenn du Pech hast, pullst du die anderen mit, aber dafür hast du als Dieb ja den Vorteil unsichtbar und raus. Ich habe jetzt als Ranger auf dem Langbogen auch einen unsichtbar und raus. Deswegen glaube ich, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, wieder Langbogen zu Okay, ich spielen mit glaube, diesem kleinen da muss ich mich gleich Unsichtbar-Effekt. dann nochmal reinschmeißen. Aber das ist halt alleine relativ gut machbar, wenn man sich halt wirklich nur auf diese Plünderer fokussiert. In der Fünfergruppe ist das Problem, da spawnen noch mehr Mobs. Und die Veteranen haben unendliche Lebenspunkte, hat man so das Gefühl. Und zu fünft ist es ein bisschen schwerer, wieder alle aus dem Kampf rauszubekommen. Deswegen empfinde ich es persönlich als deutlich einfacher, das allein zu machen. Also es ist auf jeden Fall machbar. Es gab Finde ich zwischendurch irgendwie einen eine Fix, dämliche der Lösung. kam nach 2 Tagen, nach 2 oder 3 Tagen kam so ein Fix. Der hat diese Monster-Spawn-Rate nochmal einen kleinen Ticken erhöht. Das Vance meinte ja, dass es vorhin einfacher war. Das hat sich inzwischen aber auch gewandelt. Also man kann das auch in der Fünfergruppe machen. Ich habe schon Videos dazu gesehen, aber es geht alleine wirklich einfacher. Ja gut, und da gibt's, Ich dachte, ja. das wäre die einfachste Schwierigkeit, irgendwie das härteste, weil ich meinen Arsch so versohlt bekommen habe.
Okay, das ist natürlich bitter. Ich werde demnächst, ich werde gucken, dass ich vielleicht noch heute oder morgen ein Video dazu mache, aber übers Wochenende bin ich im Urlaub. Keine Ahnung, ob ich da noch schaffe, irgendwie ein Guide-Video zur Schwierigkeit 4 zu machen. Aber halt so ein paar allgemeine Tipps könnt ihr auch schon aus meinem Schwierigkeitsgrad 1-Video und halt jetzt aus dem Podcast hier nehmen. Wir können vielleicht nochmal schnell auf die zwei anderen Minispiele eingehen. Und zwar, also das sind jetzt wirklich Minispiele, Aspekt Arena und Südlicht-Überlebenskampf. Aspekt Arena braucht ihr für Alan Kiel, Südlicht-Überlebenskampf für Evan Schlitzling, zumindest was Erfolge angeht. Der Südlicht-Überlebenskampf ist sehr, sehr stark an die Hunger Games aus dem gleichnamigen Film bzw. aus dem Buch Tribute von Panem angelegt. Und das ist ein extrem nicer Spielmode, wie ich finde. Die Idee dahinter ist halt relativ simpel. Man verliert über die Zeit immer mehr Lebenspunkte, hat halt keine normalen Fertigkeiten, sondern muss sich seine Fertigkeiten quasi suchen. Man findet zwischendurch so Vorratspakete, die einem dann Lebenspunkte wiedergeben. Man findet Fallen, mit denen man Gegner ausschalten kann. Man findet Pfeile und andere Waffen, mit denen man gegen die Gegner vorgehen kann und so weiter. Und Ziel ist es halt, möglichst lange zu überleben. Wenn man stirbt, kommt man in so einen kleinen Geistermodus und kann dann die restlichen Überlebenden noch malträtieren. Das heißt, wenn man halt stirbt, ist man nicht gleich aus dem Spiel raus. Und das ist persönlich ein richtig gelungener Spielmodus und ich bin sehr, sehr glücklich. Welche Ja? Taktik verfolgst du denn dabei? Bist du der Feige oder der Aggressive? Das hängt ganz davon ab. Also ich habe halt bereits diesen Erfolg mit den 2500 Punkten gemacht. Das heißt, ich habe so ungefähr, lass mich nicht lügen, 40, 30, 40 Spiele, oder wie viele Punkte macht man? Macht so 50 bis 100 Punkte Ja, pro Spiel. so in der Richtung. Das sind so etwas um die 30. Und da habe ich halt sehr, sehr unterschiedlich taktiert. Ich muss halt sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, mit denen man sich gut durchsetzen kann. Und das eine ist die wirklich komplett aggressive Variante. Die bietet sich vor allem an, wenn man durch Zufall oder absichtlich mit einem Kollegen so ein bisschen synkt. Das heißt, man versucht halt gleichzeitig Ne. draufzuklicken und gleichzeitig reinzukommen. Das ist mir zum Beispiel mit Raffi des Öfteren gelungen. Und zu zweit kann man halt eine unglaublich aggressive Strategie fahren. Man hat halt diesen einen Skill, Headshot, der insta-killt Leute. Und mit dem Einser-Skill verschießt man ebenfalls den Pfeil, knockback die Leute kurz. Wenn Ne, du das halt Knockbacken, timest, Headshot. knockback Headshot, genau, kannst du halt unglaublich effektiv so ein Lager verteidigen. Dazu sammelst du halt zwischendurch Fallen. Die kannst du aufstellen und wenn der Mitspieler weiß, wo die Pfeile stehen und du dich nicht versehentlich gegenseitig Ach so, umbringst, hinlocken. dann funktioniert das richtig Das gut ist zu zweit. fies. Ja, wir hatten sogar zweimal einen direkten Showdown, dass nur noch wir beide gelebt haben. Das war sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen, weil es hat dann, vor allem wurden wir dann auch im Kartenchat irgendwie total niedergemacht, weil wir zusammen spielen würden und sowas. Das war großartig. Das hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Wenn ich alleine spiele, verfolge ich eigentlich eine relativ einfache Strategie. Ich sammle 17 Vorratspakete und hau einfach ab. Und zwar nicht wie Also die die Frage meisten ist auch. Leute auf dieser Halbinsel. Also das ist, südlich Bucht ist ja so ein bisschen getrennt. Rechts ist so der spielbare Part. Da können die Geister Seelen sammeln, da kann man Vorräte sammeln, da befinden sich die Lager und so weiter. Und links, da so im Bereich, wo der Uralt-Kaker zum Beispiel damals war, da ist halt nichts. Da sind nur alles voller Kaker und die legen dich um. Aber, das große Aber, wenn du 17 Vorratspakete dabei hast, oder lass es auch nur 12 sein, ich glaube 15 war Max, ne? Also 15, also ich gehe immer so mit 8 Keine bis Ahnung, ich hatte 15. noch nie so viele. 8 bis 15 Paketen gehe ich dann einfach raus, gehe dann rüber auf die andere Insel, postiere mich da irgendwie so ein bisschen hinter einem Kaker und bleib einfach stehen und warte. Da kein Geist sich jemals so weit wegbewegen wird, gewinnst du automatisch. Das Problem ist, während du gewinnst, bekommst du nicht die maximalen Punkte. Denn Punkte gibt es fürs Aufsammeln, fürs Töten, für alle möglichen Dinge. Na. Und da es halt für diesen einen Erfolg darum geht, möglichst viele Punkte zu sammeln, ist diese Strategie halt totaler Humbug, wenn man Punkte will, weil man einfach nur diese 17 Punkte aufsammeln plus irgendwie ein paar Punkte nebenbei gemacht hat. Aber das war 15 Punkte. Das war's dann auch. Ja, dann ist das Match gelaufen mit 17 Punkten. Du kriegst halt 50 fürs schlussendliche Gewinn. Dann kommst du vielleicht auf 67 Punkte im Bestfalle. Es gibt allerdings, wenn ihr Punkte wollt, nochmal eine ganz andere Strategie. Und zwar stellt ihr euch in ein Lager. In dem Moment, wo die Schonfrist abläuft, lasst ihr euch instant töten. Innerhalb dieses Lagers spawnt für jedes Mal, wenn ein Pfeil verschossen wurde, jedes Mal, wenn ein Vorrat benutzt wurde, jedes Mal, wenn ein Spieler starb, spawnt so ein Räucher. Nee, das heißt Rachestäbchen. Das heißt nicht Räucherstäbchen. Jetzt weiter ein Räucherstäbchen. Spawnt so ein Rachestäbchen. Und wenn ihr Echt, halt das gerade heißt frisch. Rache? Ja, das Das habe heißt ich nicht Räucher. bis jetzt gerade eben noch nicht gewusst. Auf Ich jeden dachte so Fall, das. Räucher. Das Coole ist halt, wenn ihr das spawnt und ihr sammelt, für jede aufgesammelte Kugel kriegt ihr einen Punkt. Ihr macht im Solager instant 37 bis 40. Instant. Wenn ihr vorher euch noch einen Fight geliefert habt, dann habt ihr noch schon bereits so 20, 30 Punkte gemacht und habt dann halt instant 100 Punkte. Und meistens kommt der Erstplatzierte nicht mal an die 100 Punkte ran. Also das heißt, zu 80%
habe ich die meisten Punkte, obwohl ich als Erster sterbe, weil ich halt aktiv, weil ich da wirklich versuche zu sterben, weil es halt einfach punkteeffektiv ist. Ich habe immer nur das eine oder das andere Extrem probiert und das hat mich jedes Mal in den Arsch gebissen. Entweder war ich der tierisch Aggressive, was dann zur Folge hatte, dass die Leute, die ich genutzt habe, übelst pisst auf mich waren und dann mich als Geist dann in so einem Haufen gechased haben. Kann ich nur erahnen, aber dass ich die ganze Zeit gepinkt und was auch immer. Und ja, Kaka gestellt, keine Ahnung, mich gechased wie sonst was. Oder ich war der übelste Feigling und es hat die Leute auch so angepisst, dass ich mich nicht an den Kämpfen beteilige. Und dann hatte ich auch die Geisterarmee am Arsch. So, hey, der versteckt sich Ja, da. Lass irgendwann hat den man halt immer die zernatzen. Geister mehr im Arsch. Deswegen, wenn man Punkte will, versucht man halt möglichst früh zu sterben, um an die ganzen Rachestäbchen ranzukommen. Wenn man gewinnen will, versucht man sich möglichst von der Karte wegzubewegen. Und wenn man Spaß am Spiel haben will, dann fährt man einfach eine aggressive Schiene, bis man stirbt. Das ist so das Fazit, irgendwie, was ich aus diesem Spiel ziehen würde. Super. Na ja gut, und dann haben wir halt noch die Aspekt-Arena auf der anderen Seite, Die ist Elenkil. lustig. Ja, aber fand ich nicht ganz so motivierend auf Dauer wie die Südlicht-Survival. Bei mir Also war es die genau Idee dahinter, andersrum. okay, die Idee dahinter ist, dass es gibt 6 Punkte, an denen Kristalle spawnen. Und an diese, die sind halt in so einer Linie und es sind quasi immer 3 Bereiche. Der eine Bereich ist rechts oben, der andere ist links oben, der andere ist direkt in der Mitte in so einem Nadelöhr, wo man sich andauernd in Kämpfe verstrickt. Und die Idee halt an sich ist, dass man sich einen Kristall schnappt und den abgibt. Und das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Das Problem ist, dass man auf der anderen Seite Erfolge hat, wo man Gegner töten muss, was im Endeffekt dafür sorgt, dass die Leute gar nicht wirklich versuchen, diese Kristallruns zu machen, sondern sich schlussendlich nur noch in der Mitte auf den Sack geben. Ich hatte Das irgendwie relativ Glück mit den Leuten. Ich habe das jetzt nicht so oft gespielt, aber wenn ich es gespielt habe, da hatte ich eigentlich nahezu immer Glück, dass wir das wirklich hinbekommen haben, gemeinsam so zu den Kugeln hinzuzergen und die dann auch gemeinsam zurückzubringen. Und ein paar haben sich dann immer abgesplittet, wenn die Gegner Kugeln hatten. Also irgendwie hatte ich richtig Glück mit meinen Gruppen und das lief immer. Ich hatte nur so, wir zerken ein bisschen, einer holt mal einen Kristall, der Obwohl wird das eh auch Spaß macht. runtergeworfen. Ja, also natürlich, der Spaßfaktor ist auf jeden Fall da. Also man hat 3 Aspekte, die man repräsentieren kann, so wie wir das ja allgemein vom Bazar schon kennen. Wind, Blitz und Sonne. Und hat dementsprechend auch so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten auf Ranged, im Nahkampf oder in so einer mittleren Reichweite. Und es ist ein recht spaßiges Ding. Ich habe dazu jetzt auch ganz zum Schluss, also um genau zu sein, gestern, nochmal ein Guide-Video veröffentlicht. Wahrscheinlich wird kein Mensch mehr ein Guide-Video brauchen, aber einfach nur, damit ich so vollzählig habe. Ihr könnt euch ja vorstellen, irgendwie in so ein paar Jahren, Genau okay, ein paar Jahren in der ist ein bisschen. Situation werde ich auch noch sein mit meinen Jumping-Puzzle-Dingern. Die werde ich jetzt bald noch einmal einfach durchziehen. Braucht zwar keinen Schwanz mehr, aber ich will sie alle haben. Das Ding ist Gotta halt catch auch, 'em all. für mich ist das auch so ein bisschen so ein. Ja, es ist alles so ein temporärer Inhalt und irgendwann werde ich sagen, so in 3 Jahren oder lass es auch schon im Jahr sein, wisst ihr noch damals das und das und dies und jenes? Und da werden Leute kommen und sagen, nee, weiß ich nicht. Ja, dann habe ich hier das Video für dich. Weißt du, das ist auch so wie so eine kleine Zeitreise. Was lief denn damals? Wie war die Living Story damals? Und ich gucke mir auch heute noch gerne wieder so ein bisschen das Flamme und Frost Dungeon Video an, weil das Flamme und Frost Dungeon einfach Bock gemacht hat. Ich kann Ja mir gut. alte Videos von mir nicht unbedingt angucken. Ich denke immer, oh, war ich damals scheiße. Ja, vielleicht ist es noch nicht lang genug her, um zu denken, dass ich damals scheiße war, Oh, aber ich denke das relativ schnell. es war auf jeden Fall ein Riesenspaß, wie ich persönlich finde, auch die Videos im Nachhinein oder jetzt das Video im Nachhinein noch dafür zu machen. Und allgemein ist der Patch sehr gelungen, wobei man auch hier wieder sagen muss, also viele Leute werfen halt Arena nicht Unkreativität vor, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt Unkreativität ist, dass wir zum Beispiel die Fraktale müssen in die Jumping Puzzles, in die Dungeons und so weiter, sondern es ist so der Versuch von ArenaNet, den alten Content interessanter zu machen. Das heißt, bereits vorhandene Content, die Dungeons und die Fraktale sind ja an sich nicht schlecht, nur sie werden halt von nicht allen Leuten genutzt, aus welchen Gründen auch immer. Und mit solchen Erfolgen probiert ArenaNet halt da so ein bisschen Leben einzuhauchen. Zum Thema Leben einhauchen können wir gleich auch noch eine Menge sagen, denn es kam vorhin die Breaking News, irgendwie das ist zu den Verliesbelohnungen. Ich habe es mir gerade so ein bisschen flüchtig durchgelesen. Da werden wir gleich live drüber sprechen, ja. Ist ja sowieso Darf live. ich? Oh. Ja, das machen wir aber nach dem, weil mit dem nächsten Patch kommen eine Menge Änderungen. Ja, darf ich einmal Ja? kurz was an den, eine Frage an den Chat stellen? Und zwar habe ich jetzt gerade Fenster auf. Ich persönlich höre ganz gut die Musik von draußen. Hört ihr das auch? Stört das? Muss ich mein Fenster zumachen und sterben? Ich hoffe das, doch.
Du hast mich verdient. Okay, wir schauen jetzt nochmal wieder zurück auf den Patch. Ach Also, wir so, haben gerade so okay, ein sehr bisschen gut. über die Sehen wir uns. Inhalte gesprochen. Wir können nochmal kurz über die sonstigen Anpassungen reden. Wir hatten mit dem letzten Patch, also das ist ja wie gesagt schon 1,5 Wochen fast her, auch wieder eine neue WVW-Fertigkeit, Katapultbeherrschung. Ich habe sie persönlich noch nicht ausprobiert. Sorgt dafür, dass der Schaden erhöht wird, dass der Schotterschuss Blutung verursacht, vergrößert den Radius generell bei allen Fertigkeiten. Der Schaden wird nochmal erhöht und ihr schafft ein Schild, das Projektile um das Katapult herum aufhält, bzw. vernichtet. Ich habe es persönlich noch nicht angespielt, klingt aber interessant. Es kommen halt so nach und nach fürs WVW immer weitere Fertigkeiten dazu. Das nimmt ja auch im nächsten Patch, wird da ja auch wieder eine Kleinigkeit bei sein. Es gab ein paar kleinere Balance-Anpassungen. Nicht so viel Dramatisches, wie ich gefunden habe. Sie haben ein bisschen am Nekromanten was gedreht, und zwar haben sie den Grundradius von den ganzen Zeichen nochmal erhöht gehabt im letzten Patch. Was den Nekromanten nochmal, wie ich persönlich finde, ein Stück stärker gemacht Den hat. Schritt habe ich auch irgendwie nicht gereilt. 120 auf 180 klingt jetzt. Die ganze Community ist am Rumflammen. Necros sind jetzt overpowered. Aber Erinnert, so oft werden die. ihr seid ein bisschen zu weit gegangen und ja, Werden setzt die mir noch einen Zeichen drauf. aber auch nicht genutzt, oder? Oder Die sind die Zeichen Marxes das vom auf dem. Staff. Ist das auf dem Stab? Echt? Oder, ach nee, warte mal, ist das eine Utility-Gruppe? Zeichen? Ich glaube nämlich, das Zeichen eine Utility-Gruppe war. Ist, ach Gott. Das Ich hieß nämlich. weiß nicht, ob die vom Stab auch als Zeichen bezeichnet werden. Oder ob das Ich glaube, wirklich nur die. die. Also, es gibt eine Utility-Gruppe, die heißt Marx. Aber ich weiß nicht, ob das auch das andere sind. Okay, Job, wozu? Wir haben jetzt so viel Job, gelabert. wozu, ja. Der Trade, großer Marx wurde. Ja, das weiß ich. Das ist auch mit einem Grandmaster. Ja, genau. Das ist halt die Idee dabei gewesen, den Trade allgemein ein bisschen höher anzusetzen, gleichzeitig halt dafür den Grundradius zu erhöhen. Okay, das zählt scheinbar als Zeichen, diese Fertigkeiten vom Stab. Ja. Nee, nur 120 Radius, das ist eigentlich relativ klein, ne? Die hatten aber einen unterschiedlichen Radius. Die haben einen unterschiedlichen Radius. Der 4 auf der 5 ist um einiges kleiner als. Warte Ja. mal, obwohl? Doch, ja. Doch, doch, ja. Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass das die. Ich bin mir immer nicht sicher, dass das die Zeichen sind. Ich meine, das hieß anders. Ja, keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall die Zeichen ebenso beim Wächter vergrößert, da wurde gerade auch schon darauf hingewiesen. Die für mich persönlich interessanteste Änderung beim Waldläufer, wir haben jetzt auf dem Dreier-Skill des Langbogen 3 Sekunden Stealth. Ja, Stealth für den Ranger, das ist auch cool. Funktioniert irgendwie super beim Finishen im Das PvP. ist nur für Diebe. Ja, nicht mehr. Nee, für Messmer Ja, waren sie auch von Anfang schon an mit lange dabei. nicht. Die Engie Und sind ja auch alle. Hey, Smoke Bomb, Explo Finisher. ja, genau, mit Explo Finisher kann man ja sowieso eine Menge rausholen. Beim Dieb gab es vor allem nur ein paar kleinere namentliche Anpassungen. Weniger sonst irgendwas. Krieger waren auch ein paar Änderungen, aber nichts, was so wirklich ausschlaggebend war. Vielleicht mal von Toben ein bisschen abgesehen von der Elite. Und ja, es kommen ein paar neue Dinge im Itemshop dazu, unter anderem die Schwarzlöwen-Schnipsel oder die Schnipsel von Schwarzlöwen-Tickets. Das heißt, Arena ist von diesen immer wieder random Truhen so ein bisschen weggegangen, hin zu dauerhaften random Truhen, wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt, es war ja so, dass man bisher zum Beispiel bei den Pyro-Skins sich die Truhen über den Gemstore kaufen konnte. Das haben sie ein bisschen entschärft. Beim Drachengepolter und bei dem Geheimnis in Südlicht wurden die Truhen auch gedroppt. Beim Geheimnis in Südlicht noch seltener, beim Drachengepolter schon etwas häufiger, allerdings ein paar angepasste Truhen mit einer geringeren Drop-Chance. Dieser Idee sind sie jetzt komplett weg, hin zu den Schwarzlöwentruhen und den Schwarzlöwenschlüsseln. Draußen schläft jetzt gerade ein Kind, ich hoffe, das hört man nicht. Nö, anscheinend, was ich jetzt gemerkt habe, weil die Musik ist echt. Ich denke sonst schon immer, wenn er leise ist im Hintergrund, dass die Leute es hören. Aber das hier, ich höre das, als hätte ich das selber auf dem Handy hier neben mir an. So komplett ohne Bass, aber noch glasklar und die hören nichts. Also ich denke mal, man überschätzt das immer. Aber dafür, wenn ich auch nur einmal auf den Tisch klopfe, das ist dann direkt ein Erdbeben irgendwie. Obwohl ich einen Schockdingens habe. Egal, weiter. Ich schweife Genau, ab. Schwarzlöwen-Truhen im Allgemeinen, genau da war ich gerade. Die haben jetzt quasi die Veränderung gemacht und haben jetzt in die Schwarzlöwen-Truhen zum einen Schwarzlöwen-Ticket und zum anderen Schwarzlöwen-Ticket-Schnipsel gepackt. Schnipsel haben eine höhere Drop-Chance als die Tickets. Die Tickets, zurzeit kann man direkt für ein Ticket eine Waffe erhalten oder für 10 Schnipsel eine Waffe. Das soll demnächst hochgesetzt werden. Also diese Waffen, das sind die ätherisierten Waffen. Die sind. Weiß ich, Domi hätte zwar nicht jetzt die Galerie aufrufen können. Hätte Daran habe ich. ich gar nicht Wozu? gedacht. Ätherisierte Waffe? Weil Ätherisierte die hatten Waffen. wir doch schon mal alle, oder?
Der hat mir ja Nee, schon das sind so andere. ewig. Das sind andere? Ey, also Übrigens, es gibt teilweise sind die du hast gleich. German im Titel vergessen. Deshalb verirren sich Oh. auch immer wieder Engländer hierhin. Ja, das passiert nun mal. Muss man jetzt mit leben. Du Okay. kannst auch ganz schnell mal auf Geht News danach suchen, irgendwie. Also die Auf interessierten Kid News danach Waffen. suchen, das wird gut gehen. Ja, du gibst interessierte Waffen ein und dürftest theoretisch schon 3, 4 Seiten bekommen. Wie Eine davon ist die ätherisiert, Galerie. was ist mit Ä geschrieben? Ja, Ja. ne? Also wir haben jetzt diese Schnipsel und die Tickets. Auf der einen Seite halten wir zurzeit, also bleiben diese interessierten Waffen im Spiel. Das heißt nicht so, wie das bei den Pyrowaffen war, man hielt sie nur kurzzeitig, sondern die bleiben im Spiel. Und zurzeit können wir uns die für ein Ticket oder für 10 Schnipsel holen. Umgekehrt allerdings soll das so aussehen, dass man zwischen den Events, also jetzt zwischen den ätherisierten Waffen und wann immer es neue Waffenskins geben wird, das Ganze hochgesetzt wird auf 5 Tickets bzw. auf 50 Schnipsel. Sobald allerdings so ein Event kommt, kommen Ist wieder das das Richtige? neue Eventwaffen ins Spiel. Die werden dann auch über die schwarzen Truhen holbar sein. Und diese Eventwaffen kriegt man wieder für ein Ticket und für 10 Schnipsel. Für die Hast du hier auch ätherisierten Waffen irgendwo bleibt das Daten dann. stehen? Was? Hast du hier irgendwo Daten stehen? Nee, das sind die alten, die sind wir schon mal durchgegangen. Nee, ein paar sind von. Also da sind jetzt aber alle Waffenskins bei, auch das Also, Gewehr zum Beispiel. das Schild Und ist das ist das jetzt Gleiche, die vernünftig. Pistole ist das Gleiche. Oh, Ja. ah, das Ge Ah, nee, nee, Also. nee, weil das hier Harpune. Gut, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, weil ich Egal. jetzt so ein bisschen verwirrt bin durch Domi. Also zurzeit halt ätherisierte Waffen für ein Ticket und 10 Schnipsel. Demnächst wird das hochgesetzt auf 5 Tickets und 50 Schnipsel. Aber wenn mit dem nächsten Patch eventuell neue Waffen ins Spiel kommen, gibt es die wieder für ein Ticket und 10 Schnipsel, sodass man theoretisch dieses ein Ticket und diese 10 Schnipsel behalten kann und dann später quasi für die weiteren Waffen investiert. Ich sehe mich übrigens gerade doppelt in der Kamera. Ich weiß nicht, ob du Ja, das schon warte, das behoben ist sehr hast. strange. Warte, wie funktioniert das? Gut. Hä? Das ist nicht richtig. Okay. Sorry, Leute, ich versuche das wirklich ernsthaft aufzuziehen. Domi macht das immer wieder kaputt. Nichtsdestotrotz, ich find dieses neue System deutlich besser, dadurch, dass man halt im Vorhinein schon auf die kommenden Waffen sparen kann. Das zuallererst mal und zum anderen sind die Waffenskins handelbar. Das bedeutet, ab jetzt sind wir nicht mehr daran gebunden, hey, ich habe einen Skin, muss ich jetzt unbedingt benutzen, beziehungsweise kann nichts damit anfangen. Man kann sie dafür immerhin verkaufen. Das sind immer noch 60, 70 Gold, irgendwie, die man dafür rausbekommt. Das passt also schon relativ gut. Das heißt, wir haben zum einen handelbare Waffen, zum anderen alle aus der Schwarzlöwentruhe. Das heißt, man kann die Schnipsel im Vorhinein sammeln. Das ist schon eine deutliche Verbesserung. Natürlich immer noch dieses ganze Random-Prinzip dabei. Ah, jetzt sehen wir die Waffen hier. Ja. Da gibt es, wie gesagt, ein paar Ergänzungen. Die Axt zum Beispiel hatten wir vorher noch nicht. Der Dolch sieht ja relativ niedlich aus. Also, Dolch wäre jetzt zum Beispiel persönlich nicht meins. Der Sch Wenn ich weil ehrlich das ist sein ein soll. Dreizack. Dreizack? Was der Dreizacken? Dreizack. Das ist alphabetisch sortiert. Ja, aber warum hat der keine Dreizacken? Hatta, du siehst sie nur nicht. Der Fokus sieht aus wie ein Zauberstab. Ja, ein bisschen. Und das ist das Gewehr, ne? Es sieht ein bisschen aus wie eine einfach nur langgezogene Version der Pistole. Ich persönlich, ich finde das aber irgendwie auch cool. Das hat was. Allerdem. Das Greatsword, das hat ein bisschen was von dem. Es gibt so ein Gearblade oder so. Ja, Gearblade heißt es, glaube ich. Sieht so ein bisschen in die Richtung aus. Ah, Yoda ist da. Piu, piu. Immer wieder schön, wenn man so die alten Leutchen wieder trifft. Das ist der Hammer. Hammer hat auch was. Der Hammer hat was. Okay, warte mal. Das Kriegshorn ist eine Trompete. Das Aber Kriegshorn sieht total strange aus, oder? das sieht aus wie eine LKW-Hupe. Ja! Das, ja. Das sieht, ja, jetzt wo du sagst. Okay, nicht schlecht. Der Bogen ist richtig cool, aber der war auch vorher schon so, ne? Ja, den Bogen kannten wir schon von vorher. Der hat hier auch noch richtig. Okay, warte mal, hier ist ein Designfehler. Wo? Hier vorne, das ist, glaube ich, ein Stoßdämpfer, der theoretisch dann das Zusammenziehen davon mit sich führt. Und dann gibt es hier nochmal einen Unterstützungsbalken, der kein Stoßdämpfer ist. Ja, sehr gut, Domi, dass dir sowas auffällt. Ich Und bin die begeistert. Pistole, die muss ich noch bekommen. Nee, Pistole hat wirklich viel. Einhandschwert, was haben wir noch alles? Das Schild, was aussieht wie eine Radkappe. Ich mag das Schild, muss ich allerdings auch wieder sagen. Also ich bin ein großer Fan der ätherisierten Waffen. Ja, Ich die finde es sind schon schön, nicht dass man sie immer schlecht. bekommen kann, ab Ich jetzt. will Wenn echt auch nach später Kanter und teurer. das muss Steampunk sein, da bin ich immer noch für. Das geht nicht anders. Meine Welt ist zerstört, wenn das nicht so ist. Ja, und das waren sie auch alle.
Ja, okay. Dann haben wir jetzt hier noch kurz einmal den Fokus auch wieder zurück auf die Wahl gelegt. Theoretisch hätte ich jetzt wieder mein Alan Keel-Poster holen müssen. Ja, das hängt da immer noch so an der Tür außen dran. Weil wir ja große Keel-Verfechter sind. Es gab Richtig. allerdings vor allem zuallererst mal sprechen wir über das Thema, was zählt eigentlich für die Wahl? Viele Leute haben sich nämlich gefragt: Hey, zählt das Ticket, das ich einwerfe, oder zählt die Zeit, die ich mit dem Buff verbringe? Also wurde sich im englischen Forum geäußert, bereits schon am 26., also schon eine ganze Weile her. Juli, natürlich, nicht August, ja, das dauert noch ein bisschen. Und da wurde halt ganz klar gesagt, dass entscheidend ist, welche Marken eingeworfen wurden und dass dieses Buff-Tragen quasi sowas wie die Wahlkampagne ist. Das heißt, wenn ich jetzt über die Straße laufen würde und ich würde mir hier so einen Stecker anstecken von, keine Ahnung, SPD, FDP, CDU, Grüne, was auch immer ihr seid, ja. Jetzt musst du einmal Und. alle durchgehen. Es gibt die Nee. Lilanen. Ja, ist mir wurscht. Auf jeden Fall, was auch immer ihr euch da anstellt, genauso soll das laufen. Ihr betreibt quasi so ein bisschen Wahlwerbung für die, aber das ist total irrelevant, denn was schlussendlich zählt, ist die Marke, die eingeworfen wird. Gleichzeitig kam kurz nach dieser Info natürlich auch so erste Umfrageergebnisse, ebenfalls vom 26. Das heißt, die Umfrageergebnisse sind vom, was war denn der 26.? Oh, letzte Woche Freitag. Das heißt, wir können nächstes Mal auf aktuelle Umfrageergebnisse vielleicht hoffen. Und zwar liegt zurzeit Alan Keel mit 52% vorne. Und Evan Schlitzklinge mit 48%. Klar, gibt nur zwei Bewerber knapp dahinter. Das ist also noch eine relativ enge Kiste. Und Evan hat 2,4 Millionen Ipsel als Unterstützung. Daraus kann man jetzt auch so ein bisschen schließen, wie viele da so eingeworfen wurden insgesamt. Also es sind so roundabout 5 Millionen Schnipsel, die bisher eingeworfen wurden. Ich hab mir, wenn ich das Hier überlege. steht, warte, woher Ja? kommt das? Facebook. Nee, von wann? Von wann? Ist das jetzt Alltag. die ersten Umfrageergebnisse? Ja, das waren die ersten. Nee, da hat er 48% der 2,4 Millionen Der bisher 2,4 angegeben. Millionen. Okay, Also stimmt, okay. 2,4 Millionen wurden bisher abgegeben. Okay, alles klar, stimmt. Gut, dass du mich darauf hinweist. Das war also nach knapp etwas über 3 Tagen. Jetzt können wir. Wobei, es waren nicht mal 3 Tage, ne? Dienstagabend bis Freitagmittag. Mittwoch, Donnerstag, ja ungefähr 3 Tage, ziemlich genau, stundentechnisch. Und da kamen schon 2,4 Millionen Stimmen zusammen, das ist eigentlich gar nicht so wenig, ne? Ja. Aber so insgesamt würde ich sagen, habe ich so knappe 200 Stimmen eingeworfen, aber das ist jetzt halt schon weit über eine Woche hinaus. Das heißt, da sind auch noch ordentlich Spieler mit dran, irgendwie, Ich habe, die glaube ich, nur Interesse auch daran 30. haben. Ich habe, glaube ich, nur 30 bisher abgegeben. Gut, aber daran sieht man ja auch so ein bisschen, dass auf jeden Fall noch Leben in diesem Spiel steckt. Ja, viele Ja. haben ja immer gesagt, Guild Wars 2 ist tot, keine Spiele oder so. Das können wir damit zumindest schon mal so ein bisschen widerlegen, auch wenn es natürlich keine festen Zahlen sind, weil es immer Hardcore-Farmer gibt, die da irgendwie 100.000, Ja. ja gut, 100.000 vielleicht übertrieben, aber ein paar tausend Stecker schon reingeworfen haben. Nichtsdestotrotz, ich finde das sehr, sehr spannend. Alan Keel hat 52% der Stimmen, Evan 48. Das deckt sich ungefähr mit den Umfrageergebnissen, die wir haben. Nachdem ich gestern nochmal dazu aufgerufen habe, abzustimmen und es weitere 30 Stimmen dazu kamen, genau 30 Stimmen über, auf die Stimme genau, haben wir exakt dasselbe Ergebnis. Das finde ich interessant irgendwie. Wir sind komplett repräsentativ, also mit Gate News. Naja, was heißt exakt? 52%. 53 haben wir. Ne, 52. Hä? 52, Warte, 48. muss ich nochmal. Oh ne, jetzt haben wir 53, 7. Es wurde gerade zwei Stimmen, ab, drei Stimmen gerade abgegeben für Alan. Du hast es, glaube ich, schon länger aufgerufen, oder? Ja, genau, ich hatte das bereits schon eine Weile offen, ja. Aha. Okay. Also wir waren vorhin noch auf 52% für Allen, jetzt sind wir auf 53% für Allen. Also wir decken uns ungefähr mit dem, was halt die Realität entspricht. Und das finde ich ganz cool und ganz interessant. Auch diese Zahl, 422 abgegebene Stimmen, das ist schon mal ganz nice irgendwie. Ich Ja, bin begeistert von euch. auf jeden Fall. Normalerweise Umfragen, die liegen immer so ein bisschen flach teilweise. Aber Aber ne, wobei Gate 422 ist News ziemlich diskutiert gut. halt auch immer über 100 Abstimmungen. Das ist ganz cool. Ja, das läuft, Also. das wird. Dann kann man so einen Kram auch mal öfters machen. Nicht, dass dann irgendwie so zwei Leute, so, wir haben eine repräsentative Menge hier, zwei Leute. Es ist 50-50, genau. Nee, ja, so, ihr wurde gerade im Chat übrigens darauf angesprochen von Uschi auf das Wooden Potato Video zu Evan Ne. Glashblade. Ja, es gibt halt viele Theorien, viele Dinge. Man muss sich halt auch so ein bisschen natürlich selber wohlfühlen in dem, was man wählt. Vielleicht noch mal kurz, wir können noch kurz auch noch dazu sprechen, was man denn erhalten, wenn Außer ihr Alan Keel wählt gewinnt. Nash Blade. Niemand mag Evan. Also, wenn ihr Evan wählt, bekommt ihr für 4 Wochen günstigere Schwarzlöwentruhenschlüssel. Wer will das? Und ihr bekommt das Abaddon-Fraktal, gewinnt hingegen Allen,
bekommen Das wir spreche ich in meinem Video auch nochmal an. Traum Nova Reaktor und achso, okay. Und gleichzeitig bekommen wir 4 Wochen Wegpunkte Kostenreduzierung. Aber es ist gut, dass du dein Video gerade ansprichst, denn da können wir auch direkt damit weitermachen. Wir hatten nämlich ein Gewinnspiel, unterstützt euren Kandidaten, wo ihr so einen kleinen Wahlwerbespot machen solltet, irgendwie euch auf die Seite von Ellen oder Evan schlagen. Und ich muss halt sagen, hey Leute, ich war da doch wenig enttäuscht von euch. Wir haben jetzt 47 Zuschauer gerade hier und wir haben nur 2 Teilnehmer bei dem Gewinnspiel, bei dem ihr immerhin 800 Gems gewinnen konntet, ja? Also für 800, also ich hätte erwartet, dass ihr für 800 Gems schon euch die Zeit nehmt und die 10, 15 Minuten für ein Video aufbringt. Das haben 2 Leute auch getan. Ich weiß nicht, hast du die Videos jetzt schon vorgeladen, sodass wir die kurz Ja, zeigen ich hab's können? ja vorgeladen. Auch mit Ton dann, ne? Ja, kann ich machen. Dann halte ich mal kurz die Klappe. Also das sind unsere beiden Kandidaten, für die ihr stimmen könnt. So, der erste, das war, glaube ich, Captain Quaggan. Ich hab's jetzt schon auf Vollbild. Da, so. Hallöchen, ich bin's, Captain Kabran, und ich werde hier zeigen, wen ich unterstützen werde. Und zwar werde ich unterstützen Ellen Keel. Warum werde ich Ellen Keel unterstützen? Weil sie ein Mitglied der Löwengarde ist. Und natürlich, weil sie eine sehr, sehr charmante Frau ist. Und weil sie die Löwengarde erstmals zum Kampf gegen die uralten Karkar in der Südlichtbucht geführt hat. Ja. Das war's eigentlich schon. Euer Captain Guaran sagt tschö mit Öl, hoffentlich werde ich gewinnen. Und haut's rein, auf Wiederschauen. Tschüss. So, das war der erste. Dann lasst mich mal eben den zweiten hier aufmachen. Das ist Master Timpk. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. Also ist für mich jetzt Okay. auch neu. Ups, nee, Ingame wollte ich nicht. Lass da. Ich finde, das Video widerspricht sich so ein bisschen. Warum? Weil er da so schwärmt und sagt so, hu, alter Moment, Abaddon, erinnert ihr euch noch? Ich habe aber bisher noch nicht wirklich viele Leute, die so richtig GW2-Fans waren und die dann die Char mochten. Ja, Gesehen. das Also stimmt allerdings. GW2-Fans, die dann Char wollten, schon, aber keine GW2-Lore-Fans, die dann die Char wollten. Das ist natürlich richtig, weil in der Lore haben Nur halt ein immer noch. Char kann uns das bringen. Du kriegst davon Allergie, wenn du sowas sagst. Das ist richtig. Ich hab mich inzwischen so ein bisschen mit den Char angefreundet, aber im Prinzip hegen wir halt immer noch einen alten Groll gegen sie. Als Guild Wars-Einspieler muss man diesen Groll immer noch so ein bisschen in sich tragen. Man vergisst Ja, nicht, was sie uns angetan haben. natürlich geht es um das Programm, aber ich meine, da geht es mir alleine um den Satz, nur ein Char kann uns das bringen. Das Ja wirkt gut, so interessant finde ich aber charsympathisch. immerhin, dass wir sowohl einen Allen als auch einen Evan-Video hatten. Und ja, wie gesagt, ich hatte mich über ein bisschen mehr Begeisterung dafür, ich hatte mit mehr Begeisterung gerechnet oder per mehr Videos. Domi hat sich deswegen jetzt gerade dazu bereit erklärt, vorhin im Stress sein Wahlvideo noch schnell für Allen nachzulegen. Das habe ich Ich habe es gerade noch nicht gesehen, ich habe nur vorhin ein Ich bisschen was beim Ton gehört. hab's auch noch nicht ganz durchgesehen. Ich hab's nur zusammengeschnitten und dann gerendert. Und Okay. dann war auch schon Podcast. Also es ist ein ganz bisschen gehetzt, aber ja, schaut mal rein, Enkiel. Ich muss es jetzt erst nochmal finden hier, verdammt. Da. Oh, falsches Fenster. Falsches. Ja, nee, falsches Fenster war das. Ja. Das ist immer so ein Hin und Her gehen. So, jetzt müsste das gehen. Okay, viel Spaß mit meinem Support-Video. Im Kapitänsrat von Lions Arch ist eine Stelle frei geworden. Es stehen 2 Kandidaten zur Wahl, um die Position zu füllen. Und eure Stimme ist gefragt, um die richtige Frau für den Job zu wählen.
Ja, oder den richtigen Char. Schauen wir uns die Kandidaten noch einfach mal an. Wir haben die Wahl zwischen Captain Ellen Kiel, die während der Kaker-Invasion die Bürde auf sich nahm und uns in die Schlacht führte. Oder Evan Lashblade, welcher währenddessen hinterrücksige Geschäfte mit dem Konsortium machte. Im Zuge der Wahlen gab es von beiden Kandidaten diverse Wahlversprechen. Ellen Kiel verspricht uns Rabatt auf die Nutzung von Wegpunkten, etwas, wovon nahezu jeder profitieren kann. Zudem möchte sie die Forschung in Fraktale unterstützen, um Näheres über die Geschehnisse des Tauma-Nova-Reaktors zu erfahren. Lashblade will uns mit Rabatten auf Schwarzlöwenschlüsseln eine versteckte Marketingaktion unterjubeln. Er will uns auch noch durch die Fraktale zu dem Fall des Gottes Abaddons zurückbringen. Was im ersten Moment eigentlich ganz cool klingt, bis man sich überlegt, dass Sterbliche die Götter nicht ansehen können, ohne zu erblinden. Der wichtigste Punkt des Wahlkampfes ist jedoch, wer es schafft, ein Handelsabkommen mit dem Sephir-Sanktum abzuschließen. Schauen wir uns einfach mal die sportlichen Aktivitäten an, welche die Kandidaten bereitstellen. Bei Alan Keats Aspektarena nutzen die Spieler die Aspekte Sonne, Wind und Blitz, um in Zusammenarbeit ihr Team zum Sieg zu verhelfen. Ein regelrechter Tribut zum Lebensstil der Sephiriten. Evan Lashblade hingegen hat den Südlicht-Überlebenskampf. Dabei hetzt er 20 Leute gegeneinander auf, welche sich dann für eine Belohnung gegenseitig massakrieren sollen. Alles in allem ist die Entscheidung, glaube ich, relativ klar. Wenn ihr also vor den Wahlurnen steht, dann wählt für das Wohl von ganz Tyria. Wählt für Captain Ellen Kiel. Kiel for Council. So, das war's. Ich hab gesehen, mir ist da, glaube ich, ein bisschen die Audiospur verrutscht. Teilweise waren die Sachen hinter dem, wo ich das dann erzählt hatte. Ich finde allerdings, abgesehen davon, dass du das so bildlich sehr, sehr schön gemacht hast, finde ich den Punkt mit der südlichen Überlebenskraft der Aspektarena sehr, sehr genial gewählt. Das Aufeinanderhetzen von Leuten im Vergleich zum Tributzollen der Aspekte. Ja. Das ist schon wichtig. Genau. Du hast und wichtige Punkte angeboten. Ja, die eine Sache, die ich noch besonders betonen muss, mit den Schlüsseln. Es ist ja, das ist mir erst im Machen des Videos aufgefallen. Ellen Kiel mit dem Rabatt auf den Wegpunkten macht, dass wir weniger zahlen. Und sie kriegt da ja nichts von. Evan Lashblade gibt uns Rabatt auf die Schwarzlöwenschlüssel, was bedeutet, wir kaufen mehr, was bedeutet, er steigert seine Einnahmen. Das ist eine versteckte Rabattaktion im Willen der Politik. Eben, das ist das Problem. So ein das Hinter- ist das Problem. Es geht Evan nur um den Profit. Schmeiß die Katze weg. Fertig. Gut, da sind wir einer Meinung. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch eure Stimme eben für das Gewinnspiel. Unterstützt euren Kandidaten. Ja, nehmt da einfach mal mit dran teil. Ihr habt immer noch die Wahl zwischen dem Video von Captain Quong und von... Wie ist Kandidat Nummer 2? Hab ich schon wieder vergessen. Master Timk, genau. Und der jeweilige Gewinner, hab ich schon gesagt, oder wollte ich zumindest sagen, der jeweilige Gewinner erhält dann ein paar Gems. Der Zweitplatz wird erhält auch ein paar Gems. So ist es nicht, also beziehungsweise Items aus dem Gemshop eben, weil wir keine Gems direkt raushauen können, sondern eben über die Verschenkfunktion gezielt Gems an die Leute rausgeben. Okay, wir werden übrigens solche Gewinnspiele dieser Art, das heißt für Gems, für ein bisschen Arbeit von euch, auf jeden Fall noch öfters machen. Also, weiß nicht, es muss nicht immer ein Video sein. Ein Screenshot-Contest kam ja beim letzten Mal zum Beispiel sehr, sehr gut an. Vielleicht machen wir auch irgendwie so ein Gedichts- oder Geschichts-Contest oder sowas, wo ihr dann eure kreative Schreibader rauslassen könnt, falls euch das Technische nicht so liegt. Lasst uns da auf jeden Fall noch ein paar Dinge einfallen, so dass ihr in nächster Zeit noch genug Chancen haben werdet, an Gewinnspielen teilzunehmen, sofern beim nächsten Mal auch an mehr Teilnehmer dabei sind, weil sich solche Preise und so viel Aufwand zu machen für ein Gewinnspiel und dann schlussendlich nur 2 Teilnehmer zu haben, ist ein bisschen enttäuschend. Ja, ich glaube, das Problem dabei ist auch, dass einmal ein Video machen. Ich weiß noch, wie ich an meinem ersten oder auch an insgesamt den ersten Videos saß. Wenn man da die Übung nicht drin hat, dann sitzt man ewig da dran, wenn man ein bisschen editiert. Ich meine, allein an dem habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde gesessen mit dem Editieren.
Und das war, normalerweise hätte ich die Zeit noch gehabt, hätte ich mindestens noch 20 Minuten länger da rein investiert, um das alles noch ein bisschen ordentlicher zu machen und nicht so gehetzt. Übrigens, noch einmal ganz kurz nochmal zurück zum Video. Ich fand das Bild, wo Gnashblade oder wo der Char, ich weiß nicht mehr, ob er das ist, da irgendwie weinend Ja, steht und das ist großartig. er. Das ist aus dem Das ist Alan ein Traum. Keel, offiziellen Alan Keel Support Ah, Video. das ist ein richtig geiles Bild. Ich hab eine Idee, wenn wir demnächst sowas machen, dann basteln wir vorher so ein kleines Tutorial-Video irgendwie. Wie Wie? erstelle ich ein Video ganz grob irgendwie? Einmal der Hinweis Ach irgendwie. so. Ja, Keine Ahnung, wie man sowas macht, die das kannst du da auf. machen. Ich kann das nur mit Adobe Premiere. Und Okay, das haben die Leute nicht da. Da muss man irgendein Freeware-Programm dann dran wir schaffen. lassen uns ja auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen was einfallen dafür. Ja. Also das, was ich einfach nur sagen kann, ist, man unterschätzt, wie viel Aufwand teilweise so einfache Texteinblendungen sind. Ich habe da Ja, das teilweise stimmt. Videos gehabt, die haben nur so hier ein paar Auflistungen, die nacheinander eingeblendet werden. Dann noch ein Fade-In muss man da reinmachen. Das letztendlich für ein Texting mit dem Cutten, dem richtige Länge ziehen, dem Ton drunter legen und dem Ein- und Ausblenden, sind das irgendwie 8 kleine, aber insgesamt 8 Arbeitsschritte, um einen Text einblenden zu lassen. Und wie gesagt, da sitzt man an kleinen Videos wirklich unglaublich lange, wenn man die ein bisschen editiert. Das kann, glaube ich, abschrecken, dann da was richtig Krasses zu Deswegen, wie machen. gesagt, das nächste Mal machen wir es wieder ein bisschen mit Bildern und oder halt Ja, mit das geht, Texten. glaube ich, einfacher. Texte vor allem kriegen die Leute hin, da bin Mehr ich fest tippen von können überzeugt. doch noch die meisten. Okay, dann haben wir, sind wir jetzt durch mit dem mörderischen Politik-Patch und können uns auch direkt, weil es ja auch schon nächste Woche damit losgeht, den Kronjuwel, ich wollte gerade Kronjuwelen der Königin, Kronjubiläum der Königin Sehr geil. widmen. Oh Gott. Das jetzt in meinen Kopf. Okay, Kronjubiläum der Königin. Und zwar mit dem nächsten Patch, das ist am Dienstag, dem 6., kommen neue Inhalte ins Spiel. Und zwar relativ verschiedene und wieder sehr, sehr interessante Inhalte und ganz, ganz viele Nebendinge, die wahrscheinlich den Patch selber umlegen, überschatten, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gucken wir zuerst auf die Events, die wir bekommen. Der erste Teil der Events, das sind die Heißluftballons. Und da hoffe ich einfach, dass da ein bisschen mehr hintersteckt als das, was ich befürchte. Und zwar sollen uns die Heißluftballons von überall aus der Welt nach Götterfels transportieren. Das heißt, egal wo wir uns gerade befinden, wir sollen mit diesen Heißluftballons dann nach Götterfels Ist kommen. das gerade Und bei ich hoffe, dir? ja, das ist draußen, da sterben Kinder, wie gesagt. Die Herrlich. Idee dahinter ist, dass die uns nach Götterfels bringen und viele Leute, inklusive mir, hoffen, dass man da wenigstens eine Sequenz sieht. Oder dass das auch ein bisschen dauert oder so, nicht, dass man nur so draufklickt, okay, bring mich nach Löwenstein, flipp, bin ich in Löwenstein. Aber sie kündigen das so groß als eigenes Erlebnis an, Heißluftballons, sodass ich die Hoffnung habe, dass man wenigstens so eine kleine Flugsequenz mit so einem Luftballon hat. Das Weißt du, fände ich was übrigens ganz ich cool. unglaublich lustig finden würde? Was denn? Wenn die bei dem, es heißt ja im Englischen auch, also ja, Jubilee und ist ja die Übersetzung für Kronjubiläum, aber wenn die das Jubilee von der britischen Queen verarschen würden, das wäre unglaublich lustig. Das war nämlich schüttender Regen und irgendwie 4 Stunden lang Boote, die auf der Themse rumfahren. Okay. Und so unglaublich langweilig. Ich würde das cool finden, wenn einfach wenigstens für eine kurze Zeit irgendwie Boote probieren, eine lächerliche Formation dazu machen, dabei tierisch failen und dann schlechte Acts darauf singen und dann auch noch es gießt wie sonst was. Ich glaube persönlich nicht, dass das Das kommt. wäre aber total lustig. Okay, auf jeden Fall Heißluftballons. Eines der Feature, dann haben wir die Eröffnungszeremonie. Das soll so ein Anfangs-Event sein. Wahrscheinlich wird es ein instanziertes Story-Event, würde ich zumindest versuchen, vermuten, bei dem wir so ein bisschen in diese ganze Sache introduced werden. Dann haben wir den Auftrag, Leuchtfeuer zu entfachen. Die Symbole der Hoffnung werden sie hier betitelt. Da bin ich auch sehr gespannt, was damit einhergeht. So ein bisschen klingt das auch wieder nach einem kompetitiven Event. Hier steht nämlich auch, nehmt die Fackel eines Fackelträgers und zündet während des Wettlaufs um eine Rennbahn alle Leuchtfeuer an. Das ist also hier wieder auch nach einem Minispiel. Sorry, ich kann nichts gegen tun, wirklich nicht. Dann haben wir Im die... Ernst, Oh, fucking shit, Mann. halt die Kinder in einem Keller ruhig. Rede mein Innenhof. Ich kann nichts für. Dann haben wir Innenhof. den Kronpavillon, ja, das ist auch wieder so ein instanzierter Bereich, Mini-Zone wird das hier getauft, also so ein kleines Gebiet, in dem wir gegen Feinde antreten und gleichzeitig die Champions der unterschiedlichen Nationen
oder die unterschiedlichen Nationen repräsentieren und zu deren Champions werden. Das klingt so ein bisschen nach einem Grind-Erfolg. Töte bla 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 Leute bla bla bla, während ihr eine Nation repräsentiert. Ich hoffe, dass es nicht so wird, aber ich habe diese böse Vermutung irgendwie. Und wir haben das Aufbietungsturnier. Das Aufbietungsturnier ist ein kleines One-on-One-Turnier gegen NPCs, gegen Bosse, die zunehmend schwerer werden, je mehr Kämpfe man da macht. Das klingt so ein bisschen wie früher Magni der Bison oder sowas in der Richtung. Die Leute, die GW1 gespielt haben, wissen genau, was ich meine. Ich darf den Chat nicht mehr lesen. Ja, ich hab's. Ich versuche es auch die ganze Zeit zu vermeiden. Das heißt, wir haben hier also so ein paar allgemeine neue Events, wie wir das aus dem Patch kennen, in Kombination wahrscheinlich mit einer Menge Erfolgen. Bei dem Heißluftballons kriegt, dass wir so nach Clique Balance an die Öffnungszeremonie wird so eine Instanz sein. Dann haben wir hier halt das Turnier in der Arena und wir haben die Leuchtfeuer, das klingt so ein bisschen nach Spaß und wieder der Grind-Kill-Erfolg im Kronpavillon, zumindest sieht das so aus. Dann haben wir neue Belohnungen mit dabei, unter anderem den Miniatur-Wachritter für den Meta-Erfolg und Uhrwerk-Mechanismen, das klingt so ein bisschen nach einer neuen Währung. Und zwar kann man Uhrwerkteile sammeln und die gegen Handwerksrezepte eintauschen. Da bin ich auch gespannt, was da kommt. Unter anderem gibt es da das Uhrwerk-Portalgerät. Was das genau ist, das besprechen wir gleich nochmal in unserem kleinen PvE-Feature-Roundup, das ich in der News vorbereitet hatte. Allgemeine neue Features ist der sind, wobei wir können das jetzt schon machen. Okay, warte mal, ich baue das jetzt hier mit ein. Ja, kurze Planänderung im Kopf. Als hätten wir sonst irgendwas hier planmäßig durchgezogen. Okay, und zwar das Uhrwerk-Portalgerät funktioniert, also ist so eine Mischung aus Portalkanone und Mesmerportal, wenn man so möchte. Das heißt, es ist ein Gegenstand, den wir benutzen können und der funktioniert 1:1 wie ein Mesmerportal. Das heißt, oh, jetzt wird es hier langsam dunkel bei mir, ich mache mir kurz ein Lämpchen an. Das heißt, wir haben im Prinzip dieses klassische Mesmerportal, nur sind wir halt kein Mesmer, sondern können die als einzelnen Gegenstand verwenden. Dann haben wir den Account-Geldbeutel, wo die wichtigste Änderung, oh mein Gott, ist das geil. Nein, und zwar, wichtig, nicht PvE, PvE, die wichtigste PvE-Änderung ist dieser Geldbeutel, darin sammelt sich alles. Ja? Dungeon-Marken, Ehrenabzeichen, Gildenbelohnungen, Fraktalbelohnungen, Geld, Karma, alles was ihr habt, sammelt sich da drin und es ist Account gebunden. Das heißt, ihr habt das Gold und das Karma Account gebunden. Es ist jetzt egal, ob ihr das Karma-Fläschchen auf eurem Main oder auf eurem Twink trinkt. Es ist egal, wo sich gerade das Zeug auffällt. Alles ist in einem gemeinsamen Geldbeutel. Und wie ich das sehe, wird dieser Geldbeutel dann... Oh, jetzt höre ich die Leute bei dir draußen auch. Ja, bis gerade eben waren das auch noch keine Leute, sondern nur Musik. Und jetzt schreien da irgendwelche. Dieser Geldbeutel wird wahrscheinlich ein Zusatztab im Inventar oder sonst irgendwo sein, in dem sich dann die verschiedenen Währungen sammeln. Ich muss einmal ganz kurz meine Tür schließen. Ich fahre nämlich gerade meine Eltern nach Hause, jetzt wird es hier noch wärmer drin. Also dieser Geldbeutel wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Punkt. Oh ja. Dann haben wir die Portale und was hatten wir noch? Genau, neue Waffen kommen auch mit ins Spiel. Und zwar haben wir die auf den Screenshots zur Ankündigung schon gesehen. Das sind eigentlich recht cool aussehende Waffen. Das war so ein lilanes Schwert. Optisch wirkte das sehr, sehr geil. Und gleichzeitig sollen auch weitere Waffen dazukommen, wie zum Beispiel das Rapier, ebenfalls als Schwert. Und viele weitere, die dann eine besondere Belohnung von Champions werden. Da kommt nämlich auch eine wichtige Änderung fürs PvE. Da wird nämlich die Champion-Beute jetzt angepasst. Das heißt, bisher hat man Champions mehr oder weniger besiegt, weil sie A, ein Event waren oder B, im Weg waren. Aber wirklich gezielt ist halt immer auf Champions gegangen, weil es halt nichts gab, was das Ganze belohnt. Das ändert sich jetzt. Champions bekommen bestimmte Belohnungsbeutel. Naja, weißt du noch, als wir uns rumgebackt haben und probiert haben in... Fantasie. Wir haben natürlich nicht probiert, in das Jumping-Puzzle vorher reinzukommen, da wo die Leute drauf waren. Und da sind wir auf einen Champion gestoßen und den wollten wir unbedingt umknallen. Gut, weil wir beide underleveled waren. Ja. Wie also deshalb wollten wir das? Ja. Beim Warrior da der nur 23. Du hakst ab. Hackst ab. Ave Maria. Ja, bist du jetzt auch vom TS runter? Ich kann es immer nicht hören. Nö, du bist noch auf dem TS, also kannst du mich noch hören. Nein, das ist nicht das Problem, es ist, glaube ich, dein Internet, was irgendwelche Macken macht. Du hast jetzt dein Mikrofon deaktiviert. Steck das nicht wieder falsch rum rein.
Ich habe jetzt keine Ahnung, wo er war. Nein, er hat kein DC. Er ist ja hier noch da. Theoretisch könnte er das mimen irgendwie. Kannst du Zeichensprache? Naja, während er das irgendwie probiert, ignoriere ich mal seinen komischen PvE-Wanderer da und gehe einfach auf meine PvP-Sachen. Haha. Denn, ja, schraub mal schön. Die wichtigste Änderung überhaupt von dem ganzen Patch, ohne irgendwelche Frage. PvP-Warteschlange für Einzelkämpfe. Also Solo-Queue. Solo-Queue und soweit ich das weiß, ich weiß nicht, warte mal, steht das hier auch nochmal drin? Da sollte es auch eine eigene Rangliste für geben, richtig? Alex, nick mal, wenn das so war. Ja, okay, war so. Sehr schön. Also Solo-Queue wird dann wirklich was zu was. Da haben Alex und ich auch schon beim Cast mal ein bisschen drüber geredet. Sehr, sehr geile Sache, weil es ist so unglaublich demotivierend, dauernd gegen Teams zu kommen und dann auf den Sack zu bekommen. Vor allem, weil Teams halt so unglaublich viel schlechter sein können, solange die auch nur annähernd Absprache haben, natzen die einen trotzdem. Und zu der, genau, das Einzige, was ich dann noch so als Problem sehen würde dabei, ist, dass da kein Duo-Q mit drin ist. Weil Duo-Q ist eine Sache, die macht man schon sehr, sehr. Machst du da echt gerade wieder mit der Pinzette rum? Sehr cool. Duo-Q ist eine Sache, die macht man schon mal ganz gerne, wie man zum Beispiel auch an Alex und mir sieht. Bei Streams ist es unglaublich lustig und es macht halt mehr Spaß, mit einem Kumpel zusammenzuspielen, ist ja klar. Und dass man dann immer noch dann gegen die koordinierten Teams kämpfen muss. Ich weiß nicht, LOL ist ja das Beispiel, da ist Solo und Duo-Q zusammen. Finde ich persönlich eigentlich ein ganz vernünftiges System, weil man kann sich zwar koordinieren, aber es ist auch relativ wahrscheinlich, dass mindestens ein Duo-Q, also mindestens zwei Duo-Q auch im Gegnerteam sind, wenn man das noch hinzugebracht hat. Also auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich persönlich will Duo-Q da auch noch rein haben, aber man kann auf jeden Fall Solo queuen, endlich. Es hat an Sinn gewonnen. Dann gab es noch, wo genau, permanente Todesstöße. So ein bisschen in dem, obwohl, da hatten Alex und ich auch eine Diskussion darüber. Ich hatte mir gedacht, ja doch, das sind die Rangbasierten, steht da auch drin. Also war die Info schon raus, als wir darüber geredet hatten? Naja, es ist ein bisschen in Arena-Netz Versuch in die Richtung von besseren Belohnungen, ein bisschen mehr Ansporn, wirklich ins PvP zu gehen. Da spielt das rein. Denn die permanenten Todesstöße bedeuten, dass ihr sowas wie den Doyak-Finisher und sowas, was bisher Consumables waren, die, ich weiß gar nicht, wie lang die angehalten haben. Ich habe die immer nie. 30 Minuten? Ah. Ich habe, glaube ich, noch nie einen verwendet. Und naja, jetzt hat man die dann freigeschaltet, wenn man auf dem Rang ist und kann sich die damit dann auswählen, was so ein bisschen mehr in die Richtung geht, wie es auch in GW1 war. Da konnte man das ja einfach so als Angeber, hey, ich bin cool, kurz den Hirsch da durchfliegen lassen oder sowas. Und jetzt kann man halt immer dann die Leute damit finishen. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, spornt ein bisschen mehr an, auch was an seinem Rang zu machen. Ich persönlich war in der Situation, ich habe es völlig ignoriert. Rang ist mir so egal gewesen. Ich hatte mein Equip zusammen, was relativ vernünftig aussah, und dann habe ich es einfach ignoriert. So, und jetzt hört mein Wissen da auch so ziemlich auf. Ich meine, das war alles mit den PvP-Sachen, das war nicht alles mit den PvP-Sachen. Genau, jetzt, wo du mich so komisch anguckst, da ist noch die Bestrafung für Leaver. Das Leaver Penalty, genau. Da soll es nämlich dann einen Debuff geben. Wie genau der funktioniert, ist, soweit ich das weiß, noch nicht bekannt. Es ist bekannt. Das ist sehr seltsam, mit dir zu reden, während du immer nur nicken oder Kopfschütteln oder Zeichen zeigen kannst. Wo ist es denn bekannt? Das ist sehr gut, dass ich das nicht weiß. Krieg dein Mic mal wieder hin. Letzten drei Podcast technische Probleme. Es steht aber nicht hier drin, oder? Ich suche mal ein bisschen. Der Podcast ist echt seltsam. Nee, ich sehe es hier drin nicht. Auf jeden Fall gibt es endlich eine Bestrafung. Wie genau die aussieht, würde ich euch gerne sagen, aber ich weiß. Aha! Hier haben wir es. Lass mich das mal ganz kurz sehen. Nix steht da, du Vogel. Da steht ein Debuff. Zeig mir, wo das steht, wenn du wieder dabei bist. Naja,
Das ist noch in einem anderen Artikel. Da gibt es nämlich dann auch noch das Character Locking, was bedeutet, man kann nicht mehr zwischendurch rumswitchen. Meiner Meinung nach eine seltsame Änderung. Fängst du jetzt an zu tippen? Ich bin sehr, sehr irritiert davon, den da die ganze Zeit dabei zu sehen. Ich brauche einen neuen Co-Mod, ja. Okay, das gucke ich mir jetzt erstmal an, was er da mir gepostet hat. Oh, okay. Aber wir wissen noch nicht, wie lange das ist. Also ihr bekommt einen Effekt, wenn man eine bestimmte Anzahl gelieft hat. Also der Effekt kommt auch, wenn man nicht da ist, wenn das Spiel vorbei ist. Das stand zumindest irgendwo. Das steht hier jetzt, glaube ich, nicht nochmal drin. Aber ich kann leider die Quelle nicht nennen, aber in irgendeiner News stand es drin, wenn man beim Ende des Games nicht drin ist. Was dann theoretisch auch bedeutet, wenn man dann ganz am Ende einfach wieder reinkommt, um da fix das Penalty zu umgehen. Obwohl, wenn man dann in einem neuen ist, na, ist auch so eine Sache. Würde ich gern ein bisschen mit dir diskutieren. Möchtest du irgendwas mit Fingern mir gießicken? Deine Meinung dazu? Ich glaube, es hilft nicht, dass ich ihn noch dabei ärgere. Naja, genau, Character Locking war noch das, was wir da gerade eben ganz kurz angesprochen haben. Das schmeiße ich da jetzt einfach nochmal mit rein. Und zwar, das Character Locking bedeutet einfach, dass man nicht mehr so wie das. Ja, gleich. Das Character Locking, dass man nicht mehr so, bisher war es immer, wenn man dann das doch mal geschafft hatte, dass es so war, irgendwie fünf Necros oder so, dann konnte nochmal jemand umloggen. Jetzt, sobald du in der Map drin bist, ist keine Möglichkeit mehr, irgendwas umzuloggen. Alles, was da ist, steht fest. Was an sich auch, na, sag ich mal, ein gleiches Playing Field für die schafft, die sich auf eine Klasse fokussieren und die mehrere spielen können. Aber dann auch noch das Problem bietet, dass theoretisch fünf Thieves zusammenkommen können und die anderen haben eine vernünftige Teamkomposition. Ich weiß nicht, wie ich dem Character Locking gegenüberstehe. Ich meine, ich kann sowieso nur Thief spielen. Wenn da fünf von drin sind, dann kann ich da nicht weiterhelfen. Aber naja, ich weiß nicht. Ich sehe da den Sinn nicht so hundertprozentig dran. Aber es wird kommen. Dann kommen noch die zufälligen Maps, wie mir Alex gerade so nett im Skype geschrieben hat, dass ich das auch bloß nicht vergesse. Und zwar gibt es unterschiedliche Map-Pool in Solo und Team Arena. Also Solo Queue, haben wir ja gerade gesagt, ist jetzt einzelner Bereich. Da wird es, und also sagen wir erstmal Team Arena, gibt es Kylo, Forest, Foefire und Tempel. Standard Maps kann man mit leben. Tempel sind wahrscheinlich einige dann noch kritische gegenüber, nehme ich an. Aber ist eigentlich noch eine der Maps, die allgemein als relativ gut gebalanced angesehen werden. Dann aber der Solo Pool. Und zwar der Solo-Random-Map-Pool ist Kylo, Forest, Foefire, Tempel, bis dahin noch gut. Dann Spirit, werden ein paar Leute ein Problem mit haben, ich persönlich nicht, aber Skyhammer. Skyhammer wird in dem Solo-Queue-Map-Pool drin sein. Man wird immer eine andere spielen, es wird nicht mehr so sein, dass es immer 3 Tage war das jetzt, glaube ich, nach 3 Tagen wechselt, oder nee, es war einmal an festgelegten, egal, dass es immer nach einer bestimmten Zeit wechselt. Sondern es wird so sein, dass bei jedem Mal könnt ihr eine andere Map dran bekommen und in der Solo-Queue ist Skyhammer. Und da wird das Geschrei, glaube ich, groß sein. Skyhammer ist eine sehr, sehr merkwürdige Map. Da hat Advance definitiv recht. Sie ist, wie man an unglaublich lustigen Videos teilweise gesehen hat, ein bisschen unbalanced Du, gegenüber. Ho, einen man hört Moment. dich. Das ist jetzt, Unglaublich. glaube ich, von der Soundqualität grauenhaft klingen. Ach, es ist dein altes Mikro. Das ist mein altes Mikro. Ich dachte, du hast es weggeschmissen. Nein, ich habe es noch. Oh. Ich weiß nicht, wie schlecht die Qualität ist, aber man hört mich zumindest. Ja, es geht eigentlich. Es ist Echt? besser als Raffis altes Mic. Na, immerhin. Ja, du hast so ein bisschen Rauschen, keinen schönen Klang da drin, aber Das es läuft. ist Ja. sehr niedlich. Ja. Okay. Ja, lass dich nicht aufhalten. Ich Es ergänze jetzt gleich. funktioniert. Ja, warte. Deine Meinung, Skyhammer in Solo Queue. Find ich persönlich sehr, sehr gut. Das hat Was? zweierlei Gründe. Pass auf, das hat zweierlei Gründe. Erstens, irgendwo muss halt Balancing in diese Karte rein. Und damit man halt merkt, ist die Karte gebalanced, ist die Karte nicht gebalanced, wo muss die Karte gebalanced werden, muss die Karte Ah. gespielt werden. Und deswegen finde ich es nicht verkehrt, dass man sie in Solo-Queue aufnimmt.
Ja, aber da gibt's ein Problem. So richtig auf Herz und Nieren getestet wird eine Map bei einem abgesprochenen Team. Ja, Und da kann man das das, würde ich. da kann man das aber auch Ja, gut. definitiv nicht reinbringen. Aber also in Richtig, eben. Solo-Queue wirst du halt eine bessere Situation haben, als wenn du das nur im Hotjoin siehst. Aber da wirst du das nicht zu einem Stand hingepolished bekommen, wo die Leute dann nicht am Rumflamen sind, wenn das ins Team-Queue kommt. Das ist natürlich richtig, definitiv. Aber trotzdem finde ich, man testet es halt lieber in Solo-Queue als entweder A gar nicht oder B in den Team-Queues. Demnach Ja, finde ich okay, das stimmt Ganze in schon. Ordnung noch. Team-Queue hat auf jeden Fall um einiges mehr Wert als Solo-Queue. Solo-Queue wird eine lustige Sache und natürlich werden einige Leute da übelst ragen. Aber es hat natürlich immer was mit Zufall zu tun, mit welchen Leuten wird man zusammengeworfen. Man kann nicht alleine ein Match reißen. Also Team Arena ist das, wo es wirklich darauf ankommt, dass alles fair und balanced ist. Und Solo-Queue wird ein bisschen rumexperimentiert. Ich weiß nicht. Also Skyhammer finde ich persönlich so broken. Da müssen die dann noch Änderungen Also es gibt dran Karten, vornehmen. die brokener sind. Spirit Watch war es zwischenzeitlich Spirit Watch, und echt? ja, Die fand ich noch zwischenzeitlich. nie schlimm. Zwischenzeitlich doch bestimmte Bugs, die wir bis nach ganz oben haben, sich Infiltrator shotten. Das war Es gar gab. nicht so schlimm. Das war gar nicht so imbalanced. Nein, 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 das war nicht im Balance, natürlich nicht. Nein. Die ganze Karte ist auch viel zu klein, um darauf echtes PvP zu betreiben. Irgendwie. Vergleich das mal mit Kylo oder Naja, Nithril wenn man irgendwie. sich nicht irgendwo rumflitschen kann, noch so wie zum Beispiel Thieves mit Teleports, dann ist sie eigentlich gar nicht Ja, so die Karte klein. ist ein ganzes Stück kleiner als die anderen. Und die hat ja Aber auch gut, noch wir reden oben und jetzt. unten das Element. Naja, wenn wir jetzt über die ganze Zeit über die Balance von Karten reden, dann können wir Ja. mit Capricorn anfangen. Und Capricorn ist halt Capricorn ist Mülltonne. nicht so gebalanced. Also, Da was halt bei baue ich nicht Spirit mal mehr einen Watch. vernünftigen Satz. Capricorn ist Mülltonne, das ist meine Spirit Aussage Watch, dazu. das Besondere bei Spirit Watch ist ja in der Mitte dieser kleine Orb, den man an die Punkte bringt und die deswegen Punkte dem Team geben. Da man sich ja jetzt mit Ach dem mal. Dieb wirklich fast von dem, oder mit zwei Infiltrator-Shots nahezu instant auf den Punkt in der Mitte teleportieren konnte und alle fünf Leute, die hinter einem her waren aus dem Gegnerteam, konnten so schnell sein, Hä, wie sie wollten. die Kugel lässt man fallen, wenn man Infiltrators macht. Echt? Ja. Aber irgendwas Das war war. auch von Anfang an. Ride Ja, the das war von Anfang an, aber Lightning hat man stimmt. die erst nicht fallen gelassen. Stimmt, mit Ride the Lightning, da war sowieso das Problem schlecht. Aber irgendwas war Infiltrators auch war noch immer. mit dem Dieben und Infiltratoren. Irgendwas war da auch noch mit. Es gibt auf jeden Fall Ja, viele es Probleme, war was diese einfach, dass Kugel man sich da angeht. so krass hochporten kann. Es Es ist ist eine. auf jeden Fall. Sie haben da eine Menge dran gefixt, das war schon mal ganz wichtig. Ja. Aber trotzdem sagen immer noch viele, die ist nicht hundertprozentig perfekt gelungen und deswegen ist sie erstmal nicht in der Team-Rotation mit drin. Ja. Ja, okay, das kann ich verstehen, aber ich finde Skyhammer ist glatt so broken, dass die nicht mal da rein sollte. Gut, das ist natürlich immer so ein bisschen Ansichtssache, nicht? Der Skyhammer Aber wir ist sollen uns einfach eine jetzt seltsame Funktion. nicht zu lange an den Karten aufhalten, sonst sitzen wir noch Ja, morgen okay. im Podcast. Gut, wo hattest du denn, also, ja, Du warst jetzt mit dem mach deinen PvP-Kram seltsamen durch? PvE-Kram. Ja, Achso, ich ja, habe alles okay. erwähnt. Gut, dann sind wir also wieder zurück beim Kronjubiläum. Und zwar war ich eigentlich bei den Champion Rewards, bei den Änderungen. Das passt übrigens auch perfekt mit der neuen Info, die heute dazugekommen ist. Da wollte ich nämlich jetzt als nächstes drauf eingehen. Hier wurde nämlich jetzt quasi offiziell in diesem Verliesbelohnung bestätigt. Ich lese, ich zitiere: Alle Champions, im Forum haben sie auch schon bestätigt, dass dies auch für Fraktal- und Verlies-Champions gilt, werden je nach Typ bestimmte Beutel, Behälter abwerfen. Champion Banditen zum Beispiel, bestickte Geldbörsen mit Silber, Karma, Handwerksmaterialien mit einer Chance auf Fertigkeitspunkte, seltene Handwerksmaterialien und seltene Waffenskins. Und das wird sich halt bei jedem Champion so ein bisschen anpassen. Zum einen der Name dieses Beutels, zum anderen wohl auch so ein bisschen der Inhalt. Und die Idee halt dahinter ist halt, dass die Risiken beim Kampf gegen Champions besser belohnen. Das macht natürlich gleichzeitig auch wieder Ore und Südlicht interessanter, eben weil diese beiden Gebiete ja hauptsächlich auf die Events und auf die Leute bzw. die Bosse innerhalb dieses Gebietes setzen. Gerade zum Beispiel in Ore gibt es ja eine Vielzahl von Champions, die echt interessant sind. Das heißt, hier mit dem Champion Rework setzen sie darauf, dass man sich so ein bisschen wegbewegt vom Dungeon Farm, also nur vom Dungeon Farm, und wegbewegt von dem reinen World Boss Farm hin zum Nutzen aller Champions in der Umgebung. Besonders zum Beispiel für Leute, die sich die Dailies immer regelmäßig, zum Beispiel Königintal machen, so wie ich. Da gibt es zurzeit, lass mich nicht lügen, gibt die Wespe, die Spinne, das Eichenherz, den
Banditen und den Trollen. Das müssten fünf Champions sein im Königinental, die sogar in einer relativ nahen Abfolge spawnen. Das heißt, da wird man demnächst sehr, sehr viele Leute sehen, die das Gebiet farmen. Sehr, super. Sehr viele Leute. Allerdings auch Ohr. Das ist so eine gute Lösung. Das wird auf jeden Fall ein bisschen was bringen. Gleichzeitig stimmt das schon, erhöht das im WVW das Farmen der Champions im Karma Train. Das ist wohl wahr. Mit dem Update der Champion-Beute gibt es auch ein Update der Verliese. Und zwar droppen dort jetzt die Bosse kein Geld mehr, so wie das bisher war, sondern sie droppen ab jetzt nahezu nichts mehr, außer halt die Champions droppen besondere Gegenstände. Dafür gibt es am Ende des Verlieses eine extra Belohnung. Ein Gold, wenn das Verlies... Ich hätte schwören können, das hätten wir schon im letzten Podcast gehabt. Echt? Ja. Nee, definitiv nicht. Beim Abschluss des Verlieses gibt es zwischen 1 und 3 Gold, je nachdem, ach so, ja, okay, wie schwer, genau, Sachen nicht. Schwer und wie lange das jeweilige Dungeon gedauert hat. Und das ist natürlich deutlich mehr, als man normalerweise als Verliesbelohnung bekam. Da war irgendwie die Rede immer von, ich glaube, 26 Silber im Maximalfall gewesen sein. Das ist schon eine deutliche Steigerung. Das macht halt Verliese auf der einen Seite attraktiver. Auf der anderen Seite nerft man damit so ein bisschen das Farmen von Flammenzitadelle. Da war nämlich die Stärke, dass man mit Goldinfusion, Bufffood und Co. Mehr Loot von den Champions, mehr Gold von den Champions bekommen hat. Und dadurch hat sich halt das Farmen immer wieder, das Farmen dieses Dungeons besser gelohnt, aber mehr gelohnt. Ich habe das Gefühl, dass das glatt zu einer ziemlichen Inflation führen könnte, weil die... Ja. Ich würde sagen, eher einen kleinen Teil an Leuten, die das Goldfarm so betreiben, dass sie wirklich immer da Flammenzitadelle die ganze Zeit abfarmen. Da gibt es viele, aber das ist noch lange nicht alle. Es gibt aber meiner Meinung nach viel mehr, die dann wirklich immer mal wieder irgendwelche Dungeons gehen, und wenn das nicht so ein spezifisches Ausnutzen von Mechaniken ist und so ein spezifisches Farmen, sondern mehr man farmt was, während man wirklich eigentlich das Spiel spielt, so wie es eigentlich ist, da gibt es um einiges mehr Leute. Was heißt, um einiges mehr Leute bekommen ungefähr den... Schlimmer, als du denkst. Bekommen ungefähr denselben Betrag an Gold oder so, noch sogar noch mehr, hattest du gesagt, ne? Das wird sogar noch viel, viel schlimmer, als du denkst. Weil die jetzt Hardcore Flammenzitadelle farmen, machen so 60 Silber pro Run, 50, 60 Silber pro Run. Echt? Und die machen jetzt ein Gold mit diesem Run. Und theoretisch machen sie diesen ein Gold dann auch nochmal Flammenzitadelle Weg 2, der ungefähr eine ähnliche Zeit dauert wie Flammenzitadelle Weg 1. Umarmung der Betrübnis Weg 1, der ungefähr ähnlich lange dauert wie Flammenzitadelle Weg 1. Das heißt, wir haben hier 3 Wege und früher hast du halt dreimal 60 Silber gemacht. Und jetzt machst du halt schon dreimal ein Gold. Das heißt, für die Hardcore farmen, wird das sogar im Endeffekt noch mehr. Gleichzeitig bekommen die Normalos auch mehr Gold. Und das bedeutet, im Endeffekt ist sogar viel mehr Gold im Spiel, als die meisten das Ganze vermuten. Ja, dann habe ich ja recht. Warum hast du von deinem Kopf so abweisend geschüttelt? Es klang so ein bisschen, ich dachte, es geht in eine andere Richtung, aber du hast schon recht. Ach so, gut. Hey, recht. Okay. Sehr, sehr cool. Lashok flamed dich gerade übrigens im Chat. Kümmere dich mal kurz darum irgendwie. Äußere dich am besten im Chat. Ich mache hier ein bisschen weiter mit den Inhalten. Ich schaue jetzt auch einmal schnell, ob sie zu den Verliesbelohnungen noch etwas Spezifisches in den Blogpost geschrieben haben. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Blablabla, um die Ziele zu erreichen, vollständige Belohnungen für individuelle Pfade. Lukrativer machen, mehrere Pfade anstatt zu wiederholen. Das hatten wir gerade auch. Für den Abschluss eines Story-Verlies gibt es jetzt 50 Silber. Das heißt, es lohnt es sich auch eventuell wieder Story-Mode zu machen. Ich kann die ja sogar teilweise oder fast alle solo mit meinem Ranger. Das heißt, für mich gibt es jetzt immerhin 50 Silber, ja, dafür, dass ich eine Stunde brauche, um so ein Ding zu soloen. Ja, auf jeden Fall mehr Belohnung. Das ist schon mal was sehr, sehr Positives, sowohl für Champions als auch für Verliese. An sich immer noch eine gute Idee. Hilft auch so ein bisschen, wie ich finde, den Casuals an Geld zu kommen. Die Hardcore-Farmer wird es allerdings nicht unbedingt von dieser ganzen Sache abhalten. Sie haben zwar jetzt irgendwo eine Obergrenze, irgendwann ist halt Schluss. Irgendwann machen sie halt nicht mehr Gold, weil sie alle Dungeon-Wege gemacht haben im Zweifel. Aber trotzdem kann man halt, wenn man Hardcore-Farmt, immer noch an sehr, sehr viel Geld rankommen. Haben wir hier noch, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Entfernen des Cullings im PvE. Beziehungsweise, wobei nicht direkt das Entfernen des Cullings, aber auf jeden Fall bekommen wir die Möglichkeit, die Effektstufen einzustellen. Das heißt, Feuerbälle und so weiter
können wir jetzt von diesem Bling, 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 Bling zu so ein bisschen kleineren, nicht ganz so effektlastigeren Dingen verwandeln. Mal gucken, ob sich das zum Beispiel auch im Spectator-Mode lohnt für uns, dass wir dann quasi diese Detailstufe ein bisschen runtersetzen. Eben weil wir da ja, man verliert ja teilweise die Übersicht vor lauter Bling, Bling. Eventuell lässt sich das so ein bisschen damit runtersenken. Das steigert nicht nur die Performance für Leute mit schwachen Rechnern, sondern es gibt uns vielleicht auch die Möglichkeit, einen besseren Überblick im PvP zu behalten. Da müssen wir so ein bisschen durchgucken. Es kommt eine Rotation für Minispiele ins Spiel. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr dieses kein Mensch macht Fasskeilerei, ich stehe da ewig lang ohne Gruppe, ich möchte auch mal ein anderes Minispiel spielen. Jetzt eine Rotation. Und zwar zwischen Refugiumsprint, Fasskeilerei, Südlich Survival und dem Krebse werfen. Und zwar jeden Tag ein anderes, sodass wir jeden Tag theoretisch uns in ein neues Minispiel stürzen können. Und das macht mir persönlich extrem Lust, vor allem auf den südlichen Überlebenskampf und auf den Refugiumsprint. Das ist eine ganz gute Sache. Ich verfolge jetzt mal kurz, was Domi da alles geschrieben hat. Ich habe noch nichts abgesehen, ich bin immer noch am Schreiben. Achso, okay. Hier. Königin Event, Königin Tal Event Farming gebufft. Das ist in einem gewissen Maße wirklich so, weil das Königin-Tal-Farmen halt oder Event-Farmen halt sehr, sehr einfach ist. Trotzdem glaube ich, dass auch mehr Leute sich nach Ohr und Südlicht wagen werden. Denn auf Dauer rentiert sich das, glaube ich, mehr, mit einer großen Masse durch Ohr zu spurten, weil es da einfach auch mehr Events und ein bisschen forderndere Events gibt und vielleicht auch den einen oder anderen Champion. Ich weiß nicht, wie viele Champions stehen in der Fluchtküste? Mir würden spontan 4 einfallen. Ich weiß nicht, ob Auge des Seitans ist, glaube ich, ein richtiger Boss. Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Der Kapitän, ist der ein Champion? Ja gut, auf jeden Fall, Melandru hat man, glaube ich, auch immer wieder Champions. Schön. Also wir haben schon auch in Ohr genug Champions, die es sich lohnen wird, anzugehen. Ach, du bist immer noch bei den Champions. Ich war gerade so abgelenkt. Ja. Nee, ich habe gerade so ein bisschen wieder auf das Forum, auf den Chat geschaut, um da ein bisschen näher drauf einzugehen. Was haben wir noch? Wir haben, nachher permanent Todesstöße hattest du schon, und wir haben Nachschubbeherrschung im WVW, einen neuen Bereich, den man wohl skillen kann. Dabei geht es darum, die Chance, Nachschub zurückzuerhalten und erhöhte Geschwindigkeiten beim Aufheben von Nachschub zu erhalten. Das schlussendlich einsetzen, ob es sich lohnt, da rein zu skillen, das werden wir sehen. Das ist auch wieder für die WVWler ist eine Kleinigkeit dabei, für die PvEler ist viel dabei. Gerade die Änderung für Verliese, Champions, die Rotation der Minispiele und der Geldbeutel fürs PvP ist eine Menge dabei. Wir haben Hattest du schon die verbesserten Effektstufen angesprochen? Achso, gut. War ich da Brain up, ja? PvP-Buffs und halt die Dishonored-Buff. Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Wie gesagt, das übertüncht oder das übertrumpft so ein bisschen das, was schlussendlich mit diesem Kronjubiläum wirklich ins Spiel kommen sollte, nämlich die neuen Inhalte der Living Story. Ist aber auch gut so. Das ist ja das, was sich viele wünschen. Mehr permanente und wichtige Änderungen, Balancing, Anpassungen und so weiter. Ich bin auch gespannt, ob da eventuell noch als ein oder andere Dungeon Rework vielleicht in diesem Patch mit drin ist. Klassenbalancing wird bestimmt auch in diesem Patch wieder minimal betrieben. Also es ist auf jeden Fall eine Menge drin nächste Woche und ich bin extrem gespannt und gehypt, wie sich das alles umsetzen lässt. Noch eine kurze Frage, okay. Domi, zur Diskussion. Wir hatten schon beim letzten Mal angefangen. Pro oder Contra Ranglisten Reset? Das ist, glaube ich, eher dafür, oder? Ich neutral. Also letztendlich, wenn man wenn man zwei einzelne hat, einmal eine Solo Queue und einmal eine Team Queue, wie willst du das dann machen mit das lassen? Solo Queue wird neu, Team Queue jetzt da ist bleibt. Ach Quatsch, nee, dann bin ich pro, weil es haben sich Leute hochgespielt, dadurch, dass sie immer wieder auf Random Teams kommen, auch wenn es natürlich natürlich kann man da selbst nichts gegen machen, aber es gibt die einen oder anderen, die haben dann wirklich so eine Strähne, dass sie immer und immer oder zumindest zum Großteil gegen Random Teams kommen und dann mit unverdientem Skill sich relativ weit hochgespielt haben. Deshalb Reset, ja. Okay. Ja, mir ist das eigentlich relativ wurscht. Ich einfach denke, dass sich das mit der Zeit auf die ähnlichen Positionen einspielen wird, wie jetzt auch auf Dauer. Deswegen macht meiner Meinung nach das nicht so viel aus. Ich denke, ein paar Leute werden wir da verabschieden aus den Ranglisten, so vereinzelte hier und da, aber so das grobe System, der grobe Aufbau wird so bleiben, ja, denke ich schon. Aber ein paar Leute werden dann halt rausgeworfen und ich finde, allein dafür lohnt sich der Reset. Okay. Dann müsste ich die nicht noch festhalten. Ja, auf jeden Fall eine Menge drin im nächsten Patch. Wir gucken jetzt nochmal schnell Menge auf... Menge gute Sachen.
zwei Dinge so ein bisschen abseits dieser ganzen Patch-Politik, das ist die Phönix-Rüstung und der Flammenzieher, der Speedrun. Domi blendet am besten jetzt die Phönix-Rüstung wieder kurz im Stream ein. Yep. Sind seit vorgestern, Dienstag, im Game Store erhältlich, 800 Gems pro Set. Phönix-Rüstung? Ja, das ist die leichte. Die leichte Rüstung heißt Phönix-Rüstung. Hast du die gepostet? Ja. Nö. Gut. Wie habe ich nicht? Hast du nicht? Warte mal. Finde ich das mit Phönix-Rüstung googeln? Oder ist das noch weit oben? Ich hab's schon gepostet im Chat. Achso, wunderbar. Okay, also Phönix-Rüstung, also die leichte Rüstung heißt Phönix-Rüstung. Zumindest beim weiblichen. Die Bilder sind jetzt nicht so perfekt, weil das sind noch alte Bilder aus dem Data-Mining, ja. Aus dem PvP-Schrank waren die. Farblich sind die jetzt vielleicht nicht der Hammer, aber halt, um den Grundskin zu erkennen. Die leichte Rüstung, gerade beim weiblichen, zeigt wieder sehr, sehr viel Haut. Bei der mittleren Rüstung haben wir, was sehr, sehr viele Leute auch wieder anmerken, Umhänge. Viele Leute wollen diese Umhänge einfach nicht mehr sehen. Und die schwere Rüstung, die Braham-Rüstung, ist auch an Braham, den Norn, ich wollte gerade Rorn nennen, den Norn angelehnt, vor allem was so diese Gesamtoptik angeht und diese Hörner. So, ja, hier haben wir sie eingeblendet. Du hast übrigens nichts irgendwie, wo man raufklicken kann, eingebastelt. Nee, das ist, weil die Screenshots nicht von mir sind, sondern eingebunden von einer anderen Seite. Von Reddit, um genau zu sein. Ach so, da machst du den Aufwand nicht. Nee, ich müsste downloaden und neu hochladen. Außer kann man da nicht trotzdem irgendwie mehr so ein öffnen Ding? Nee, ich muss, ja, ja, es ist ein bisschen nervig. Das sind die Medium, die leicht, oh, die leicht ist aber sehr, sehr leicht bekleidet. Passt zum Namen. Ja, gut, auf jeden Fall, die könnt ihr euch kaufen, 800 Gems, zurzeit im GameStore, da könnt ihr euch nochmal genauer an euren Charakteren austesten. Und dann haben wir jetzt noch die News zur Flammenzitadelle. Es gibt nämlich quasi einen neuen Flammenzitadelle Weg 1 World Record, ja, was halt besonders, ich sag mal, interessant ist, es jetzt lange nicht mehr lange, ja, weil Flammenzitadelle nicht mehr so krass gespielt werden wird. Nichtsdestotrotz, 5 Minuten 27 für einen Dungeon Run. Ich habe schon für einen Champion länger gebraucht irgendwie. Ja. Demnach, das ist schon krass. Aber das Besondere an diesem Bild ist, oder an diesem Team ist halt wirklich, dass sie einen Warrior nur dabei haben und einen Weitläufer und zwei Diebe. Das heißt, Domi, wir sind nützlich. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, weil ich nicht wirklich weiß, was im PvE abgeht. Da das ist mir völlig fremd. Warriors, die irgendwie 26k Crits machen oder so ein Unsinn. Aber ja, find ich schön, endlich mal irgendwas anderes. Aber da wird ja immer so richtig das Meta da reingebracht und zur Not gehen die Leute halt auch mit vier Warriors und einem Mesmer in den Lupikos. Ich würde jetzt am liebsten noch ewig lange auf das Balancing eingehen, nämlich warum Diebe und Ranger in Wirklichkeit mehr Damage machen als der Warrior, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Wie wird der Dieb denn dabei gespielt, weißt du das? Ich habe nicht drauf geachtet, nee, es ist, glaube ich, aus der Sicht des Rangers gemacht. Ja, würde mich mal interessieren, weil konstant hohen Schaden. Ich würde sagen, das ist dann. Ja, gut, auf jeden Fall. Das können wir vielleicht gerade als einen Backstab machen. Ja, das Besondere dabei ist halt, ich möchte jetzt nicht zu sehr aus Balancing eingehen, aber es ist halt einfach Fakt, dass Warrior gar nicht so stark sind, wie sie von allen gehypt werden. Sie sind nur ohne Skill stark und haben sehr, sehr viele Buffs für sich selber, die zum Beispiel der Dieb nicht hat und der Ranger auch nicht. Aber wie gesagt, das führt zu weit. Merkt euch nur mal, das ist wirklich ganz wichtig, die schnellsten Speedruns werden ab jetzt, und das werdet ihr auch häufiger sehen, Lupiklus zum Beispiel war auch der Anfang, nicht mehr nur mit Warrior gemacht, weil die Leute langsam erkennen, dass auch die in den anderen Klassen gewisses Potenzial steckt. Das aber halt mit Skill verbunden ist, nicht so wie beim Warrior. Da stellst du dich vorne hin, 100 Blades, wechselst auf Axt, 3 Auto-Attacks, F1, wechselst zurück, 100 Blades. Aber gut, das kriegt selbst mein ein Äffchen irgendwie hin. Meine Großmutter mit verbundenen Augen würde das wahrscheinlich auch hinbekommen. Demnach. Den Link wollen die Leute noch zu dem Video? Den Link zu dem Video, ja, das bekommt ihr natürlich sofort. Gut, und jetzt kommen wir zum PvP-Kram. Oh ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Oder hatten wir noch irgendwas dazwischen? Nee. Nee, ich bin so mit PvE-Teil durch. Wir haben auch gerade mal 21.45 Uhr, ein Dreiviertelstunde schon. What the fuck? Jetzt, das ist immer so, wenn der so weit hinten ist, der PvP-Kram, dann will man das immer glatt hetzen. Oder man. Hetzt es nicht? Lass die Zeit, Dominik, wir haben Zeit. Ja, ach Gott, wir haben diesmal auch nur drei Sachen an sich, ja, ne?
Naja, also das Erste, worüber wir reden, und du bist ja völlig mit drin, du bist ja so viel im PvP, wie du im PvE bist in letzter Zeit. Oh ja. Und zwar ist das das EU, ich sag mal EU, also das europäische PAX Qualifier. Und zwar die ein oder anderen mögen das vielleicht mitbekommen haben, dass Alex und ich das gecastet haben. Geil. Es war richtig geil. Und zwar war das am Samstag und Sonntag, am 27. 28. war das, ne? Ja. 27. 28. Und da haben wir jeweils an beiden Tagen 16 Teams gehabt, die sich da gebettelt haben. Am ersten Tag kam dann Paradigm als Sieger und am zweiten kam Car Crash als Sieger und die haben sich dann noch im letztendlichen Fight gebettelt. Und meine Empfehlung, das bringe ich ja immer mal wieder rein, wenn ihr nicht allzu viel Zeit habt und irgendwas sehen wollt, schaut euch das Match an. Das große Finale, so wie du es schön betitelt hast in YouTube, zwischen Car Crash und Paradigm, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es gibt leider doch immer noch zwischen den meisten Teams sehr, sehr große Skill-Unterschiede, sodass es selten zu sehr, sehr knappen Matches kommt. Also zumindest seltener als teilweise, wenn man jetzt die Pro-Szene von anderen E-Sports anguckt, da die Szene nun mal auch noch relativ jung ist. Die Leute arbeiten da alle noch dran. Aber Car Crash und Paradigm, muss ich wirklich sagen, die kann man nahezu zumindest auf ein ähnliches Level ziehen. Und das war unglaublich unterhaltsam. Auch wenn es da ein bisschen im Nachhinein wurde da, ja, ich sag's mal einfach ganz locker, ist ein Shitstorm ausgebrochen. Ich weiß nicht, wollen wir das auch nochmal ansprechen? An sich gehört das ja zur E-Sport-Szene, aber das ist so ein unschönes Ja, aber Thema. mach es kurz. Mach es wirklich kurz. Wenn ich es kurz anspreche, dann gehen Teile daraus verloren. Dann spreche ich es gar nicht an. Also einige werden vielleicht auch wissen, worum es geht, aber wir lassen das jetzt einfach mal weg. Ja, finde ich besser. Also ich würde es wohl machen, aber das dauert dann zumindest ein bisschen länger. Warte mal. Ja, doch, mach. Komm, Okay, jetzt dann was lassen wir es nicht soll's. weg. Ich will es nur nicht kurz, weil dann Ja, geht ist ordentlich was richtig. verloren. Ach ja, zu zwei Highlights. Genau, ah, die hätte ich vielleicht vorbereiten können. Also zu dem Spiel zwischen den beiden, zwei Highlights. Einmal, obwohl, wann mal war das in dem Game? Ich glaube, es war Ja, im Tails Big Play war in dem Game. Einmal hatten wir Taylors Big Play, das weiß ich, dass es in dem Game war. Da Taylor hat zwei Leute fertig gemacht. Das hätte man vielleicht gerade noch raussuchen können. Also wirklich ein knallhartes. Ich hatte da in dem Cast noch gesagt, dass der Thief von Thief Engineer gegen Taylor, dass der Thief, ich weiß gar nicht, oh, wie hieß er nochmal? Ach so, nee. Zeph ist bei Paradigm. Wie hieß denn der Thief von. Ach, Lady Nacknack. Genau. Ah, dass Lady Nacknack da auf Low HP war, aber das stimmte nicht. Wir haben nochmal die andere View gehabt. Hier Grouch hatte da die ganze Zeit die Kamera drauf. Ich war vorher zwischendurch mal bei was anderem, aber Grouch, da ist der gesamte Kampf drauf und das ist wirklich komplett 2 gegen 1 gewonnen und das war unglaublich geil. Das muss man schon sagen. Dann gab es War aber ein noch typischer Tedo. eine Sache, das war Paradigm gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Auf jeden Fall fand ich das so unglaublich lustig. Das haben wir zwar öfters auch mal gesehen, aber in dem Game war es dreimal, dass sich Taedo und ich meine noch ein anderer, nee, ein Elementalist sind sich immer Das war die Nonstop Nonsense. von dem Paradigm gegen Nonstop Nonsense. Sind dann von den jeweils Homepoint zum Enemy Point gelaufen, haben sich vorne getroffen, sind einfach aneinander vorbeigelaufen, haben vielleicht einen Schuss drauf gemacht. Dann haben die da decapped, das gecapped, wieder zurück und das ging dreimal so hin und her, dass sie sich immer wieder getroffen haben und sich immer wieder die Sachen weggenommen haben. Das waren so meine zwei Highlight-Momente. So, und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Shitstorm, der da ausgebrochen ist. Und zwar hatte den Thread angefangen, ne? Ja, Posi. Das war auch so ziemlich die Sache. Posi hatte sich im Nachhinein im Forum dann öffentlich sozusagen den Shitstorm angestoßen, indem er geschrieben hat, dass sie so ziemlich dazu gezwungen wurden, ein Best of Five zu machen. Er hat da Reparier ganz. mein Mikro. Ach Neuer Mach so. fürs. Für den Stream, ja.
Er hat. Willst du bei dem Thema nicht irgendwie mitreden? Das ist Doch, ja, doch, naja. ich bringe mich an, keine Okay. Panik. Also er hat gesagt, er hat das auch immer groß geschrieben in dem Forum-Post, das haben bestimmt einige von euch gesehen. Er wurde gezwungen zu dem Best of Five und dann, dass das halt komplett unfair war und das war dann so ein bisschen schlechter Verlierer und Verschwörungstheorien aufbasteln. Es kam dann von dem gezwungen, also einmal gab es dann irgendwie das Argument, ja, sie hätten ja was anmerken können, dann hat er gesagt, er hatte Angst. Sie hatten Angst, disqualifiziert zu werden, wenn sie was dagegen sagen, was auch noch das geilste Argument ist. Da hattest du, glaube ich, noch dazu, als wir darüber geredet Ich haben. bin absolut der Meinung, dass von Steppe und Grouch gesagt worden wäre im Stream, okay, gibt kein Finale, Ja. Team Car Crash weigert sich, Best of Five zu spielen, obwohl wir Best of Three angekündigt hatten. Das hätten wir natürlich sofort durchgezogen und also hätten wir uns auch selber nicht lächerlich gemacht als Turnierhoster. Deswegen hätte Car Crash da ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, aufgemuckt von Anfang an, Ja, dann es ist hätte so Steppe eine. da einknicken müssen. Stimmt, Steppe? Du bist gerade im Chat, Ja, du musst es es ist so eine Sache, bestätigen. da hätte er auf jeden Fall vorher was sagen müssen und das jetzt nachher sagen ist einfach, finde ich, schlechte Form. Das gehört sich nicht, wenn man auch nur annähernd professionell ist und das ist so ein bisschen schlechte Verliererposition. Ist natürlich auch unglücklich, dass sie auch noch gerade die Regeln wurden geändert, das wurde kritisiert, aber es kam kein Widerspruch. Und sowas sagt man im Vorhinein, dann kann man sich beschweren, dann kann man sich da auf was einigen. Aber vorher nichts sagen und dann im Nachhinein solche Behauptungen an die Wand werfen, das finde Ich ich gar ist nicht. absolut schlechte Form. Das ist ja, das absolut keine Professionalität da, würde ich behaupten. Und ja, dann gab es halt teilweise. Das war ja schon schlimm. Ich muss zugeben, es war unglücklich gesagt, mit so ein bisschen Zeitdruck. Paradigm waren jetzt ganz frisch. Da wurde auch angebracht, was ich gesagt hatte. Die hatten jetzt keine Chance, sich richtig in der Turniersituation einzuspielen. Aber Car Crash war halt schon den ganzen Tag am Zocken, was bedeutet, die waren ziemlich fertig. Das ist so das Einzige, was ich eingestehe. Okay, das war doof und vielleicht auch der plötzliche Change. Das war an sich auch nicht die beste Idee. Das hätte man vielleicht vorher regeln sollen. Aber. Sie hätten halt was gegen sagen können. Das ist einfach die Aussage, die man dazu treffen kann. Was aber noch viel schlimmer war, war die Reaktion der Community. Und oh, Oh ja. dann ging also einmal die Diskussion in dem Forum war sowieso wirklich Comedy pur. Was ich am lustigsten fand, war die Theorie, Popcorn. dass da hat einer angebracht, die Theorie, ArenaNet wollte Paradigm als Gewinner haben und die wollen Paradigm, dass sie, oder jetzt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, Team Curse. Wollte, dass Paradigm Europa repräsentiert und weil die ja so groß und so lange schon dabei sind. Und dann wurde angebracht, ja, die patchen die Klassen ja genauso, damit Paradigm gewinnt. Ja, klar. Das Balancing eines gesamten Spiels wird darauf ausgelegt, was ein Team spielt, damit die gewinnen. Wusstest du das nicht? Wie viele Drogen muss man nehmen? Das ist, naja. Gut, Ist lest euch das mal durch, wenn ihr euch ein bisschen belustigen wollt. Es ist letztendlich auch alles noch so geklärt worden. Ich finde, es hätte auch, bevor man da direkt in die Foren geht, privat geklärt werden können. Bevor man da so ein, wie ich es so schön betitelt habe, Community Shitstorm auslöst. Da haben sich halt wirklich zwei Fronten getroffen in den Foren. Oh Aber ja. naja, ist eine unglückliche Sache, ein paar unglückliche Sachen waren da, aber so muss man auf jeden Fall nicht reagieren. Und wir sind in einem Podcast, wir reden über News, da muss man kurz mal Stellung zu nehmen. Ja, denke ich auch. Ist so eine Sache. Ist letztendlich alles relativ geklärt worden. Mogwau hatte da, glaube ich, sich noch geäußert, dass es stimmt, sie hätten nichts gesagt und das hätte man sa sagen müssen. Ist ein bisschen was Unglückliches da gewesen. Ah ja, oh, genau, da gab es noch das mit Sef. Das habe ich selbst noch nicht hundertprozentig kapiert. Irgendwas mit, man muss, es war ja ein paar Gebiete abgegrenzt und Zeph ist zwar irgendwie noch Staatsangehöriger da, war aber dann, lebte momentan da und dann war das aber nur für einen Monat und dann gilt das als Urlaub oder was auch immer, dass er eigentlich aus den Vereinigten Emiraten kommt oder sowas. Da kam auch noch ewig was. Da weiß ich aber, da habe ich die Hintergrundinformationen nicht zu. Da möchte ich mich da nicht zu äußern.
Ja, ich auch Finde nicht. ich Ich auch. habe da auch sowas am Rande mitbekommen. Ja, das hat man auch Aber noch das gelesen. war. Also schaut euch das Forum auf jeden Fall mal an. Da sind ein paar lustige Sachen drin. Ein paar sehr, sehr weit hergeholte Theorien. Und ja. Das auf jeden Fall, ja. Also, wie gesagt, dass sie nach Paradigm patchen, ist halt einfach absoluter Bockmist. Ne? Hätte auch wieder in meiner Kategorie Forum Bockmist der Woche Platz gefunden, sowas. Also vor dem Bockmist der Woche hätte auf jeden Fall das Argument ArenaNet patcht, so dass TP gewinnt. Das ist sehr, sehr weit hergeholt. Ja gut, okay, aber lange genug jetzt über dieses Thema Ja, gesprochen. Vielleicht genau. wieder zu den positiven Dingen des PvPs. Dass ich Ja, auch kurz die negativen Seiten anspreche, genau. das gehört einfach dazu. Positiv bleibt in der Richtung. Team Paradigm sind jetzt, sag ich mal, noch nicht offiziell, Ich aber glaube schon offiziell, weil sie streamen unter dem ja, Namen sie Team. streamen unter dem Namen, aber da gab es noch nirgendwo eine Ankündigung und ein Statement, noch gar nichts. Ja gut, das stimmt, okay. Das ist es. Also sie streamen Team Paradigm, da war Teldo und Phantorum. Symbolic. Ach, Symbolic, genau. Teldo und Symbolic haben unter dem Curse-Tag gestreamt. Und ja, sie sind jetzt bei Curse. Das ist so ein bisschen was, was wir auch schon mal angesprochen hatten, als dann Denial eSport da. Oh, verdammt, warte, wie hießen sie vorher? Gentlemen. Civilized. Oh Gott. Schlimm. Ach Gott, du mit deinem Mikrofon basteln, naja. Es macht mich fertig, das nicht fertig zu Ja. haben. Also, Civilized Gentlemen zu Denial eSports, es ist eine gute Sache. Letztendlich ist das kein großes Thema, worüber wir ewig reden können. Das Einzige, was wir noch dazu sagen können, einmal Gratulation, jetzt Curse Team. Gab es noch so ein paar Argumente, dass der Paradigm-Markenname jetzt eigentlich schon etablierter in GW2 ist, als es jetzt der Curse-Tag wäre. Aber ich denke mal, es hat was Gutes für die Community, für die Man gesamte muss. E-Sport-Szene, wenn große Teams da reinkommen und dann auch Geld dahinter stecken. Das ist das Wichtige, dass so ein bisschen Geld auch in die Sache reinkommt, außerhalb der Turniere. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, so groß wie LOL, das jetzt anzustreben, ist vielleicht ein bisschen hochgesetzt. Aber die meisten LOL-Spieler führen halt, also professionelle LOL-Spieler, leben halt wirklich vom Spielen, was zum einen durch das Stream und einen dann durch den Stream kommt, zum anderen durch Sponsoren und zum anderen natürlich durch Turnierpreise. Und gerade Sponsoren spielen bei so einer Sache natürlich eine wichtige Rolle. Ja. Und da ist es umso wichtiger, dass Teams wie das Sponsoren wie Absolute Legends, Curse, Ja, Absolute Denial Legends gab es auch Esports, noch, genau. ja, so nach und nach auch hier in dieser Szene sich breit machen, irgendwie ähnlich wie das in LoL war. Und so die Leute sich dann auch halt auf den Fokus PvP und auf den Fokus Esport oder sich darauf fokussieren können und demnach so ein bisschen Leben in die ganze Sache reinkommt und das eben nicht stagniert. Das hatten wir jetzt so die letzten Wochen, aber es muss jetzt halt so ein bisschen Aufschwung her und mit dem Invitational, mit dem noch kommenden ESL-Turnier, da sprechen wir, das teasern wir auch gleich einmal kurz an, Ja. kommen halt ein paar Dinge dazu, die wirklich wichtig sind für die Community. Ja, gut. Dann, das war so das dazu. Und dann geht's eigentlich auch schon um ESL, ne? Ja, das ist der Das. letzte Punkt. Oder hast du da noch was? Nee. Das Okay. ist der letzte Punkt. ESL-Tourney, nach dem gelungenen ESL-Test-Cup wird es jetzt ein erstes. ESL, ach Gott, gab es da eine bestimmte Bezeichnung für schon? Ja, das hatte einen Namen. Oh Und Gott. zwar heißt es. Ist echt. Eröffnungsturnier irgendwie? Opening? Opening Cup, ja, das könnte Opening wirklich Cup? sein. Irgendwie sowas in die Richtung? Ich kann es gerade nicht wiederfinden. Ja, ich auch nicht. Warte mal. Opening Cup, ja. Opening Cup, okay. Opening Cup. Und zwar am 11.8. wird er sein. Übernächstes Wochenende. Und ja, das ist direkt, also die Wochenenden sind jetzt gepackt mit E-Sport. Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, hätten wir eigentlich direkt nach dem Qualifier nochmal sagen Ja. können. Und zwar gab es jetzt ja den europäischen Qualifier, wo wir vorhin drüber geredet hatten. Und dieses Wochenende wird es auch noch den amerikanischen Qualifier geben, um zu sehen, welches Team dann auf der PAX Prime gegen Team Paradigm antreten wird. Und das wird dann hier auf dem Gianji-Channel gestreamt. Da werden Steppe und ich das casten. Und er ist hier auch schon fleißig im Chat unterwegs. Also da könnt ihr einfach direkt mal auf den Namen klicken, da drauf gehen und followen. Geht das so, dass man da direkt drauf klickt? Ja, Ich das klingt denke so. einfach mal, dass es geht. Also er ist hier direkt bereit. Auf Gianji wird dann das NA-Qualifier gecastet und ich denke mal, das wird auch wieder eine spannende Sache. Ist, glaube ich, zeittechnisch ein bisschen unglücklich gewesen, ne? Ja, klar, Für natürlich. Europäer. Für Europäer ist das Das ist dann so ein zeittechnisch immer schönes ein bisschen Mitten in der suboptimal. Nacht-Sache.
Ja, das EU ging ja noch. Ging ja. Aber das NNA, boah, ich habe die genauen Zeiten gar nicht mehr, die hatte ich mir woanders Okay, ich aufgeschrieben. glaube, ich habe mein Mikrofon jetzt ganz zerstört. Fuck. Vielleicht solltest du dich nach dem Podcast dem widmen. Ja, es hat sich Nochmal. jetzt eh erledigt. Muss ich jetzt erstmal mit dem Mikrofon hier weitermachen die nächsten Okay. Wochen. Ja, bei dem NA Qualifier, da denke ich mal, das wird auch eine sehr interessante Sache, weil sich teilweise die Spielstils von NA und EU wirklich krass unterscheiden. Ich muss jetzt noch die nächsten Tage mich mal richtig in, oder gleich auch noch, mich richtig in die NA-Szene reinstürzen, ein bisschen Hintergrundinformationen zu den ganzen Teams sammeln und sowas. Aber die Spielstile haben sich schon immer ein bisschen unterschieden von NA und EU. Und manche mögen glatt so böse sein und sagen, NA ist nicht so gut wie EU. Aber das werden wir dann ja vielleicht auch sehen auf der PAX. Wer wird siegreich sein? Auf NA jeden Fall. oder EU? Da Bam, bam, werden bam. hier wahrscheinlich die meisten zu NA halten. Was? Ach so, Zu ja. EU. Ja, hier schon. Hier. Ja, Auf hier. der PAX dann glaube ich nicht. Das Ja, sind ja klar, nicht so viele natürlich. Europäer. Ja, und ESL Cup, so großartig gab es jetzt noch nicht zu. Nö, definitiv nicht, aber Das. wir. Es ist ja auch Die noch ein Wahrheit. bisschen weg. Ich denke mal, die genaueren Sachen dazu werden sich dann regeln. Da steht 20 Uhr bisher. Ja. Aber das war's dann auch. Also das Wichtige, was ich halt anteasern wollte, war das übernächste Wochenende, dass es wohl auch wieder von Steppe gecastet wird, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe im Skype-Chat. Darf ich das überhaupt sagen? Oh, weiß gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall auf Deutsch und auf Englisch gecastet werden. Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ihr Du darfst einfach solltet nichts wissen. mitmachen. Scheiße, ey, das ist echt Kacke. Irgendwie. Ich Wissen bin und. sehr, sehr froh, dass ich es noch nicht geschafft habe, irgendwas rauszulabern. Ja, stimmt, okay. Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Das Test-Turnier war ja auch schon eine coole Sache und auch von den Viewerzahlen her ein guter Erfolg. Ja. Im Finale Nonstop Nonsense gegen Paradigm. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist es auf jeden Fall wert. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Leider bin ich ja, wie gesagt, das Wochenende genau im Urlaub. Das passt natürlich wieder super. Ja, das NA-Qualifier bin ich genau übers Wochenende weg. Das Wochenende vom ESL-Turnier bin ich danach noch die gesamte Woche weg. Irgendwie habe ich schlechtes Timing, was sowas angeht. Ja, ein bisschen. Aber irgendwann muss auch ich mal Urlaub machen, ja? Steht mir Bist zu. du da, wenn das PAX Invitational Ja, ist? wenn das PAX Invitational ist, bin ich da. Sehr gut, ja. Das ist das Wichtigste. Das muss man live miterleben. Das wird ein Meilenstein. Es geht um 10.000 Tacken. Also 1000 Tacken, ja. Ich sag das immer so schön. ist verglichen zu anderen E-Sport-Disziplinen natürlich noch eine Kleinigkeit, aber für einen Start bisher gab es sowas noch nicht für GW2. Und man darf natürlich den Flug und alles nicht vergessen und die vier Tickets, die du immer so gerne erwähnst. Für die PAX Prime. Für 5 ist das, Ach, glaube fünf, ja, fünf ich. für auch Für fünf 4 Tage. Tage. Nee, 5. Oder waren es 5 Tage? Ich hatte vier gesagt und du hattest fünf gesagt. Stimmt, es Naja. ist für 5 Tage. Okay. Also, ja, das war's dann so. Wir haben kein. Haben wir jetzt fünf Fragen? Denk dir mal schnell zwei aus, während ich mit den Leuten spiele. Wir haben heute, also wir sind Oh. jetzt erstmal durch mit den allgemeinen Themen. PvE, PvP, wenn ihr irgendwas verpasst habt, schaut nachher in den Mitschnitt. Jetzt könnt ihr noch ganz schnell 5 Gold gewinnen. Für die Leute, die das ganze System noch nicht wissen, schreibt es mir übrigens bitte, Domi, ne? Ja, ich Wir schreibe die haben dann immer am Ende. persönlich, weil der wird hier gleich in den Channel geswitcht, denke ich mal. Naja. Wir haben jedes Mal zum Abschluss unseres Podcasts unser kleines 5 Fragen in 60 Sekunden Gewinnspiel, bei dem ihr bis zu 5 Gold gewinnen könnt. 50 Silber für jede richtige Antwort. Schafft ihr alle 5 Fragen, wird die Zahl verdoppelt auf 5 Gold, also von 2,5 auf 5. Wir machen heute ein kleines PvP-Special, weil Domi das nämlich vorbereiten wollte. Und leider haben wir bisher nur 3 Fragen, die wir uns gerade eben schnell ausgedacht Ja, haben. ich bin gerade noch Ich am will. Überlegen. Ich muss mir jetzt schnell Ja, irgendwelche aus mach dem mal. Arsch ziehen. Kurze Erklärung, also ich werde jetzt gleich eine Frage stellen, die ihr bitte im Chat beantwortet. Derjenige, der sie als erstes beantwortet hat, also würde ich instant in den Chat schreiben, wird dann auf unser TS geholt. Das heißt, um bei diesem Gewinnspiel mitzumachen, ist ein Mikrofon Voraussetzung. Und dann habt ihr halt die Chance, hier gleich 5 Gold zu gewinnen. Frage, die ihr dafür erstmal beantworten müsst im Chat, ist, welches Team hat das große Finale gewonnen und vertritt EU auf der PAX? Das ist erstmal die Frage, direkt die Antwort in den Twitch-Chat und dann ins TS kommen
und dann hier die weiteren 5 Fragen beantworten. Mit etwas Glück 5 Gold abstauben. Das ist die Philosophie. Gut, da war Blackjack 7 und 4 natürlich der schnellste, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann Blackjack, du darfst jetzt gleich einmal zu unserem TS kommen. TS-IP steht, sollte jetzt im Chat stehen. Nightbot hier gepostet. Und ja, er spielt jetzt auch mal schnell 5 Gold, ehe wir gleich den Podcast beenden. Das war schon wieder ein relativ langer Podcast. 2 Stunden, meine Güte. Oh. Ja, auch ein und bisschen verplant. Mikrofon, oh, ich schreibe dir jetzt gerade mit Clyde. Ah, okay, kein Ding. Meinst du, die Frage läuft? Mir fällt so spontan so schlecht was ein. Ja, ist in Ordnung. Okay. Legt doch schnell eine Frage aus. Oh Gott, die machen wir nochmal. Okay, ich hole Blackjack schon mal direkt hier rein. Dann soll er jetzt am besten sich auch entmuten. Hi! Hallo. Ah, kannst du dich irgendwie einen Ticken lauter noch machen? Oder sonst musst du mir das gleich im Stream regeln. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden, wenn es geht. Ach, okay. Ja, ich muss dich dann noch ein bisschen lauter drehen. Alles klar. Ja, ich denke auch, ich weiß nicht, wie viel PvP-Erfahrung hast du? Also allgemein gefragt. Sehr viel. Ja, dann wird das, dann wäre das für dich, glaube ich, hier sichere 5 Gold, weil wir richten uns mit unseren Fragen meist immer mehr so im Anfängerbereich. Das sollte eine ganz easy Sache für dich werden. Ich warte jetzt auch auf Dommys 5. Ja, Frage. Warte mal, das ist warte schon mal, das Problem. Irgendwas, bin gespannt. Wenn man wirklich gezielt probiert, sich was auszudenken, dann wird das überhaupt das ist schlimm. Nichts. Ja, kenne ich. Das wird eine ganz easy Sache für dich, glaub mir. So schnell hast du in deinem Leben nicht mal in der Pflanzenzähler 5 Gold gemacht. Also die Pflanzenzähler der Runs. Da gibt's auch schnelle Runs. 60 Sekunden. Das ist 60 Sekunden, 5 Gold. 5 Gold auch nicht. Okay, Dommi. Ich hab keine. Hast du nicht noch irgendwas? Oh, warte mal. Nee, sonst wandel Frage 3 nochmal irgendwie um. Ja, genau, ja, hilf uns. Fair, ne? Genau, denk dir die Frage aus. Wandel Frage 3 nochmal auf irgendwas um. Ja, das ist. Das, ach, okay. Ja. Nee, eigentlich ist das heute mit den 5 Fragen in 60 Sekunden totaler Fail. Das heißt, für alle, die jetzt dabei sind, wird das, glaube ich, solltet ihr euch mal die alten Podcasts anhören. Da war ach Gott, jetzt will ich das gerade advanced schreiben. In 60 Sekunden ist die Zeit ja schon vorbei. Das ist ja schade. Na komm, nee, machen wir nochmal eine E-Sports-Wissen-Frage draus. Okay. Ach Gott. Ja, jetzt will er es dir geben, aber selbst wenn du die 4 Fragen vorher richtig beantwortest, reicht das schon. Jetzt schreiben mir die Leute schon Fragen per Whisper und im Skype und per Facebook. Hör auf damit! Ich lasse das Dommi machen, er muss sich rechtfertigen. Achso, nee, warte mal, das ist jetzt gar nicht zu dir geschrieben, das wäre jetzt gerade nee, in den Chat. Nee, ich bin total der PvP, nu mach mal einfache Fragen, bitte. das ah, da habe ich den Chat auf, so. Da. Okay, alles klar. Okay, du bist bereit, Blackjack. Also ich werde jetzt gleich die Frage vorlesen, deine erste Antwort zählt. Solltest du die Antwort nicht sofort wissen, kannst den du Timer. Weiter sagen. Und dann werde ich die Frage am Ende, wenn wir mit den anderen durch sind, nochmal stellen. Und du kannst jetzt in Ruhe beantworten. Wobei ich das bezweifle, weil die Fragen echt extrem easy sind. Aber gut. Ja. Hey, Domi, hast du deinen Timer ready? Warte. Zeit stoppen. 60 Sekunden. Bei mir stürzt, glaube ich, gerade ein Flugzeug in mein Zimmer. Was ist, wenn ich die Zeit überschreite? Ja, dann ist es zu spät. Okay. Also ich bin jetzt unter Druck. Ja, das ist der Witz eigentlich an der Sache. Und gerade bei den PvE-Lore-Fragen war das bisher immer recht hart. Aber da das hier PvP-Dombi-Fragen sind, ist das ach, nicht so. Ach, so, Countdown. 0, Set. So. Okay. Jetzt muss ich das noch einbinden und dann haben wir's. Alles klar, Dombi ist perfekt vorbereitet, wie immer. Ja. Hilft, wenn man sein Stream-Setup dauernd ändern muss. Ja. Alles, was man tut. OBS ist dann teilweise doch schwieriger als XSplit. Aber XSplit hat dafür ganz, ganz... Obwohl, wir usen kein Skype mehr. Ich könnte wieder zurück zu XSplit gehen. Ja, wir gucken demnächst mal. Okay, bist du soweit, Domi? Warte. Ja, jetzt ist er da. Bist du soweit, Blackjack? Ja. Alles klar, dann Domi, zähl uns ein. 3, 2, 1, go. Welches Team hat den 2. Platz beim ESL Test Cup gemacht? Nonstop Nonsense. Welches Team wurde von Denial Esports gekauft?
Das alte Team Curse, das hieß davor auch The Civilized Gentleman. Wie viele Punkte geben die Weitkreaturen in Niflhel? 25. Wann spawnt sowohl Ruhe als auch Stille, also Tranquility und Stillness, im Tempel des stillen Sturms gleichzeitig? Bei 8 Minuten 30. Wie heißt der Heimatpunkt-Close Point vom blauen Team auf der Karte Vermächtnis des Feindfeuers? Vermächtnis des Feindfeuers. Close Point blau. Welcher Punkt? Der Close Point blau. Ist blau der Wasserfall oder der andere? Ich überlege gerade. Du hast jetzt noch 10 Sekunden. Okay, der Close Point von blau, das ist Wasserfall. Okay. Das waren fünf Fragen in der Zeit. Und alle oder dann pausiere ich mal, dass es nicht macht. Okay. Wie gesagt, das war. Das wusste ich nicht, ob es Crowy ist oder ob es Wasserfall war, aber. Ich hatte die Fragen so ein bisschen danach ausgelegt auf unsere typische PvE-Community. Da wollte ich die nicht direkt so flashen. Aber anscheinend haben wir doch Leute da, die sich ein bisschen auskennen in dem wichtigen Teil des Spiels. Ich habe erst gerade zufällig hier gelandet, oder? Du weißt es gar nicht. Oder warst du schon öfter hier, Blackjack? Ich bin zufällig hier gelandet. Ich habe gerade Streams geguckt, was gerade so abgeht, weil ja auch gerade irgendwie Mist League war, aber das wurde anscheinend nicht übertragen und dann habe ich mal den nächstbesten Stream angeklickt und bin bei euch gelandet. Du hast noch 5 Gold abgeräumt und dich ein bisschen über das Turnier aufregen können im Chat. Ist wunderbar, ja, war alles richtig. Ich habe sogar theoretisch noch probiert, die Leute so ein bisschen reinzulegen mit der, oder ich habe es extra so formuliert, wer wurde von Deny Esports gekauft, weil wie hießen sie vorher, hätte man auch noch IDL Curse sagen können, aber gekauft wurde nur TCG und nicht die davor waren. Naja. Ja, aber sehr gut. Es ist halt ein historisch gewachsenes Team, sage ich mal, die schon seit einem Jahr dabei sind. Und deswegen war das schon in Ordnung so. Lass mal kurz deinen Ingame-Namen hier, dann schiebe ich dir das Gold gleich rüber. Ja, und ist übrigens auf dem amerikanischen Server, aber mit dem Gold sollte ich jetzt in der Lage sein, wieder zurückzutransen. Okay. Ja, können wir ja machen, als Shoutcaster können wir das. Ich wollte gerade sagen, du hast Glück. Normalerweise ist von EU nach NA verschickt. Das geht. Doch, das geht. Ich habe gerade noch Gold von jemandem bekommen. Doch, echt? Doch, das geht? Echt? Ja, es geht. Das wusste ich nicht. Achte mal, das funktioniert nicht. Okay, ja. Okay. Dann auch wieder auch kein was zugelegt. Also musst du auch jemanden ein paar Schulden begleichen und das hat er mir gerade rübergeschickt. Alles klar, okay. Ja gut, dann lass mir deinen Ingame-Namen hier und dann schicke ich dir das. Gut, ja. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch für 5 Gold. Und ich schieb dich mal wieder nach oben. Oder raus hier. Und wir machen unsere standardmäßige Abmoderation. Beziehungsweise Domi macht die standardmäßige Abmoderation. Oh, ja. Hier kommt wieder ganz viel Social-Network-Kram und das haben wir sogar. Die Übersicht haben wir nicht, aber das Endding haben wir ja und du bist auch richtig im Fenster. Das war's dann, liebe Leute, mit dem 19. gatenews.de Podcast. Besucht natürlich gatenews.de, so wie es ist so schwierig dazu zeigen, da steht unter uns. Auf Facebook ist es facebook.com/gatenews.de, auf Twitter @gatenews.de, ohne Punkte dazwischen, einfach nur gatenews.de durchgeschrieben. Keiner interessiert sich für Google Plus. Ich hab's nicht mehr da drüber, das hatte ich mir eingerichtet. Sucht einfach nach Guild News auf Google Plus. Wir sind da auch, ich weiß nicht, passiert da irgendwas? Ja, ein bisschen. Okay, ein bisschen. Lohnt sich nicht und es gibt kein /GuildNews dahinter, also ignoriert Google Plus einfach. Dann kann ich wieder anfangen, Google Plus zu flamen. Sehr schön. Ja, dann könnte man noch sagen, wenn ihr gerade live zuschaut und irgendwas verpasst habt, das vielleicht noch nachholen wollt, dann könnt ihr das auf dem Wort auf youtube.com/sputtele oder einfach auf guildnews.de, da wird das dann auch noch folgen. Könnt ihr euch den Wort auf YouTube angucken. Wenn ihr gerade den Wort schaut, dann habt ihr die Möglichkeit, nächsten Donnerstag du bist ja da, ne? Du hast doch nicht auch irgendwie noch wieder Urlaub? Donnerstag bin ich noch da, danach wunderbar. Nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr, live auf twitch.tv/guildnews einzuschalten. Und dann könnt ihr den ganzen Nonsens live beobachten. Keine Outtakes oder so haben wir sowieso nicht. Der ganze Müll kommt mit rein, wir sind zu faul zum Schneiden. Und ihr könnt euch natürlich mit unseren netten Zuschauern auch noch im Chat unterhalten. Und teilweise auch mit uns, wenn wir mal drauf gucken und nicht probieren, absichtlich wegzugucken, weil die Leute lustige Sachen erzählen, wie man mit Alex Kindern da umgehen könnte. Ja, und ich werde vom Marienkäfer angegriffen. Das wollte ich nur kurz festhalten. Das, finde ich, ist ein guter Abschlusssatz. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal.